Heroes ein, wer, wenn ich gerne hätte, der den Anfang über den Hero macht. Und ich wähle Nova für Alchemist, denn Alchemist ist dead. Alchemist ist noch mehr dead als letzte Version. Kann mich nur anschließen, wenn gewisse Teams Du es musst nicht die schaffen gegen. Fähigkeitenänderungen vorlesen, hallo! Ah, ja, okay. Unstable Concoction hat insgesamt einen Buff bekommen, was auch logisch ist, weil der Spell doch relativ underwhelming war. Wurde Die Cooldown immer wurde als letzter increased, das gebufft. ist der Buff, ja. Ja, genau, cool. Nee, er wurde im Late Game wurde er besser. Er hatte jetzt eine höhere AOE. Ja, Okay. bei Alchemist ist es ja so, dass diese Level 1, Level 2, Level 3 Concoction macht ja kaum einen Unterschied, weil du eh Flash farmst und schnell die Levels holst. Also du fightest sowieso nicht, bevor du den Stun nicht auf Level 4 hast. Das Ja. heißt, dahingehend ist es ein kleiner Buff aufs AOE. Jo, dann kommen wir schon wieder zu den lustigen Nerfs, nämlich Quibbles Greed Base Bonus Gold reduced auf konstante 4. Ja. Und da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Base von 12 auf 4. Ja. Dafür wurde der Stack Bonus increased von 3 auf 4. Ich meine, muss man sich jetzt anschauen, wie sich das entwickelt mit dem neuen Stack-Meter vielleicht. Wenn Supports wieder mehr stacken, könnte das schon in gewissen Fällen Buff sein, vielleicht für den Gold-Income von Wie weit Alchemist. geht das jetzt mit? Ich bin mir gerade unsicher. Was ist Bonus per Stack Increase? Na, du brauchst halt jetzt, du kriegst pro Kriegst Creep, für den du jeden tötest, vier vier mehr. mehr. Das heißt aber, du brauchst halt Ah. immer drei Creeps müssen tot sein. Also du musst erst drei Creeps töten, um quasi von da auf dein Base-Gold zu Aber jetzt kommen. lest noch eine Zeile weiter, weil da kommt nämlich der Hammer. Das Genau, ist das wollte ich auch noch Reskills. sagen. Und das Bonus-Cap ist von 36 auf 28 runter. Aber dafür ist es im 28. Early stärker, ab Level 1. Ich glaube, die Ja. wollen hier einen Support-Alchemist Das forcen. ist effektiv 24 durch 4 sind 6, also ja. Also ab 6 Creeps capst du jetzt quasi. Wenn du 6 Creeps killst in einer gewissen Zeit, dann capst du mit dem und das wäre in den meisten Fällen genau ein gestacktes Creep Camp. Ja. Also kann man zusammenfassen, Alchemist Ist dead. unspielbar. Bitte Teams, auch wenn OG Ana manchmal Alchemist pickt, bitte lernt doch endlich, wie man dealt mit diesen Helden. Er ist wirklich den Pick nicht mehr wert, meiner Meinung nach. Ich bleib dabei. Gut, dann kommen wir auch gleich zum guten Ancient Apparition. Und diesen Helden würde ich jetzt den guten Alex geben. Ja, Alex. wir haben ihn letztens gesehen im One-on-One-Turnier. Ist ein sehr solider Dude. Ist auch so ein Supporter, der irgendwie, weiß nicht, ziemlich vergessen wurde, weil er eigentlich nur sein Ulti schießt. Hat jetzt auch noch ein bisschen höhere Right-Click-Range, Ice Vortex, Movement Modifier. Hat jetzt einen positiven Effekt auf Ancient Apparitioner. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das meint. Kriegst du quasi den Slower? Oder bin mir da, weiß nicht, was ist damit gemeint? Kriegst du jetzt einen Move mit Bonus dazu, wenn du da durchläufst? Das wäre Ja, irgendwie ziemlich ich witzig. glaube, Also der Modifier hat einen positiven Effekt. Demzufolge slowt das Gegner und beschleunigt dich tatsächlich. Und das Respawn-Talent ist weg bei Ancient Apparitioner. Dafür jetzt ein plus 8% Ice Vortex Slow und und resistent. Resistance. Ja, Okay. also jetzt hast du irgendwie 42% Resistance oder so, weniger, wenn du das hast, das Talent. Ja, das ist eigentlich ziemlich Also hart. irgendwie, es ist relativ viel, es war irgendwie 28, aber. Okay, Der gönnt euch Posit. jetzt ein 441 Movement Speed AA mit Brown Boots Max Level Ice Vortex, Freunde. Wenn nur, wenn du auf dem Eisvorzug stehst, oder? Ja, du stehst auf. Also, es hat ein bisschen Dings Turboplatten noch. wie bei Turboplatten wie bei Mario Kart, korrekt. Ja, ich finde es aber ganz witzig tatsächlich. Ice Vortex ist also vor allem gut auf Level 20. Weiß ich, EE, es führt dazu, dass EE halt late ein bisschen mehr sein kann. Was ich wurde ja mittlerweile ab und zu auch schon eher so ein fightlastiger EE gespielt mit dem Level 20er Talent, was ich sogar ziemlich legitim finde. Flo, du kannst uns ja sicher sagen, was für Level 20 die Alternative ist zwischen 8% Vortex und Resistance. 400 HP, Ja, Alex. da ist halt die Ice Vortex deutlich geiler, meines Erachtens noch, weil es halt dazu führt, dass du in deinen Fights halt einfach mal diesen Ultra Slow und Ultra Resistance Vortex setzen kannst, der in ganzen Lineups ziemlich cool sein kann. Ich denke aber nicht, dass er eh back ist. Ich Back glaube ist, auch um kurz auf nicht. den Die Punkt Attack zu Range ist kommen. interessant aus meiner Sicht, meinst du so? Aber okay.
Ja, Harrison halt ganz gut, aber ich denke, der Held ist halt immer noch nicht back im Meta. Ex. Okay, es war übrigens gelogen, es sind nicht 441, sondern 469, wenn du Level 20 bist. Okay, und das Ex kommt hier und Ex rework Zepter on Ex. Causes Battlehanger to reduct enemy total damage output by 30%, applies Battlehanger on enemy heroes with a 700 AOE range cause of a successful Culling Blade. Das spricht, du Culling Bladest jemanden und in 700 AOE kriegt alles Battlehanger. Ist das korrekt? Ah, Heroes. Alle Heroes. Okay. Ganz ehrlich, in gewisser Weise verdammt broken im Teamfights, wenn du jemanden Culling, also wenn du einen Teamfight startest und auf jemanden jumpst und ihn kallingen kannst, dann ist der Teamfight gewonnen, weil alle Gegner 30% weniger Schaden machen, bis sie einen Creep töten. Und bei Teamfights sind nicht immer Creeps da. Das ist das Erste. Zweite, X bekommt Movement Speed ins Unendliche, weil er von jedem Battlehanger, der successful irgendwo drauf ist, 12 Movement Speed bekommt. Und die Gegner machen keinen Schaden mehr. Okay. Ich weiß nicht, X ist nicht unbedingt so extrem itemabhängig. Ich denke, Blink Dagger, Blade Mail, Agar, way to go. Denke ich überhaupt nicht. Ich glaube, der Change liest sich besser, als er dann im Ingame sein wird. 700 AOE ist echt nicht viel. Und meistens ein Fight, den du mit Culling Blade quasi initiatest, ist sowieso gewonnen, einfach schon wegen diesen krassen Movement Speed Increase. Ich denke, es liest sich besser, ja, wahrscheinlich ist als echt, der Change dann wirklich sein wird. Also ich finde... Ich finde den Damage und so weiter von Battlehanger jetzt nicht so schlimm, aber das minus 30% Damage Reduction auf den Heroes und 700 Range, ich meine, es ist jetzt nicht ultra viel, aber es ist jetzt auch nicht allzu wenig. Warte mal, aber Nova, der Battlehanger Reducted Damage ist auch beim normalen Battlehanger, oder? Yep. Nee. Oder? Doch. Doch, das steht, da ist ein Punkt dazwischen. Das ist auch der normale Battlehanger. Das heißt, du kannst einfach mit einem Axe, der Agar hat, dann quasi eine Legion im Duel den Battlehanger geben und sie macht 30% weniger Schaden. Das kann sein, ja. Ja, stimmt. Also dann ist es auf jeden Fall wieder worth it. Ja, aber ich denke nicht, was ich... Gefühlt ist es das nicht. Ich habe es gerade ausprobiert. Und wenn ich Battlehanger auf meinen Gegner in der Lobby caste, kriegt er keine 30% Damage. Ja, ich wollte sagen, weil es ist nicht ein extra Punkt. Es ist zudem... es ist so ein extra Battlehanger für das Scepter. Ich stimme Nova zu. Also ich finde das Scepter jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh Gott, das braucht man so schnell wie möglich. Ich denke eher... Nach Blade Mail und Agar, wie gesagt. Nach Blade Mail und Blinkdagger. Das Problem an dem Agar ist, es müssen so viele kleine Faktoren stimmen, damit dieses Item Impact hat. Es ist halt wirklich sowas, das muss eintreffen, damit das und das und das passiert. Battlehanger hat einfach 30% Damage Reduction, hundertprozentig, dass das so steht. Ja, es applied aber in der Lobby gerade überhaupt nicht, also die minus 30%. Ja, weil du es wahrscheinlich nicht sehen kannst, also es wird nicht richtig applied, aber es ist, so steht es hier und so sollte es sein. Also du hast 30% Damage Reduction auf einen beliebigen Gegner mit Battlehanger. Ja, super, aber erst wenn du Agar hast. Nicht wenn du gekallingt hast, immer. Auch der normale Spell. Nein, aber erst wenn du Agar hast. Ja, erst wenn du Agar hast. Also in der Lobby funktioniert beides nicht. Also wenn du Agar hast und bei jemandem kallingst, funktioniert es nicht, dass der Battlehanger die 30% removed. Ja, dann ist das noch buggt oder genau. Nicht drin. Dann wird es halt nicht schön angezeigt. Aber du brauchst halt das Agar dafür. Und Battlehanger ist halt zu der Phase, wenn du Blinkdagger, Blade Mill, Agar hast, dann ist das an sich, es ist sehr, sehr situativ tatsächlich. Weil Battlehanger kriegst du halt immer noch relativ schnell weg, vor allem in der Phase, wo das Game läuft. Und ich stimme Nova halt zu, wenn du ein Fight initiiertest mit dem erfolgreichen Culling und dann diesen Ultra durchbar fast, dann... Ja, dann verlierst du sowieso Fight nicht mehr. Und wenn 5 andere Helden in einer Range von 700 stehen, heißt quasi, dass sie mit dem Call dabei waren und eh schon quasi tot sind. Dann shoppst du sie sowieso down. Also ich sehe den... Ich würde immer noch kein Agar, kein Ex-Agar bauen. Ich schon. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach... Jetzt lass mal das zweite mit dem Call und dem Go außen vor.
generell der Damage Reduction, die du hast, einfach auf Battlehanger, einfach im Fight, weil im Fight hat meistens niemand Zeit, Creeps zu töten. Oder generell Last Hits auf Enemies zu bekommen. Und ja, da finde ich 30%. Halt und so da steht Total Damage Output. Das heißt, dass auch jetzt ein Sand King, der mit Ulti reingeht, das ist jetzt unrealistisch, dass der kein Creep tötet, aber dass auch quasi die Spells 30% weniger Output haben. Also, ich finde es stark. Wir werden sehen, ob es jemand baut. Kann mir vorstellen, dass es gebaut wird. Kann mir auch vorstellen, dass es nicht gebaut wird, aber ich finde es gut. Ja, in Kombination eventuell mit dem Level 25er Talent, das eigentlich ja nie genommen worden ist, die plus 100 Schaden mit Battlehanger pro Sekunde. Freunde. Ja, nein. Dann müsste es auf alles applied werden, nicht auf Heroes. Größte Problem ist in 700 Range. Ja, 700 Range ist echt wenig. Genauso. Bei 700 Range stehst du halt Crawl mit dabei. Ja, ich, wie gesagt, ich denke immer noch, dass das einfach nur der normale, also das Agger ist nicht für diesen fancy Effekt des Culling Blades da, sondern eigentlich nur für den Output, dass du wenn du Battlehanger castest, dass der weniger Damage macht. Der Hero. Na gut, wir werden sehen. Ich finde es nicht so relevant. Es ist einer dieser Zepter-Changes, die sich ganz cool lesen, wie man es oft hat, aber ich denke, nicht viel Impact haben werden. Aber gut, vielleicht stimme ich auch nächste Woche Fever zu. Wir werden es sehen. Bane hat auch ein Rework-Zepter und zwar Brainsnap auf 1,5 Sekunden reduziert und geht jetzt durch Spell-Immunity. Weiß ich. Gibt Items, die auf Bane immer noch wichtiger sind. Ich denke, es ist halt ähnlich wie bei Oracle. Man denkt sich erst, oh, so ein geiler Spell kriegt Ultra Cooldown Reduction. Aber wie oft habe ich jetzt in der Vergangenheit schon Oracle Scepter gesehen? Ich glaube, keinmal. Und ich denke, so oft werde ich es auch auf Bane sehen. Bane, Agi und Incrow wurden jetzt erhöht um 0,3 und sind gleich mit dem Stärke-Grow. Der Stärke-Grow wurde overall um 0,3 erhöht und Bane hatte immer alles drei gleichen Grow. Immer. Ja, und genau, deswegen passen sie es wieder an. Das ist ein Gimmick. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur ein Gimmick. Aber ich finde das halt echt witzig. Bane ist sowieso das ist so ein Stat-Monster auch auf Support. Muss ich. Insgesamt 0,9 Stats pro Level mehr. Ist nicht zu unterschätzen. Und Fiendscript tickt jetzt in anderen Intervallen. Du kriegst halt, wenn es Fiendscript nicht durchläuft, kriegst du, glaube ich, tendenziell mehr Damage, weil es halt alle 0,5 Sekunden triggert. Ja, ist besser. Ist besser für Bane tatsächlich. Find's overall interessant, aber jetzt nichts Game-Breakendes. Und wie gesagt, das Agar denke ich nicht, dass wir jemals irgendwo in einem Competitive Game in Action sehen werden. Außer Alchi sagt, Alchi-Kappa. Okay, gehen wir zum nächsten Helden. Peva. Kurzen Nachtrag zu Bane. Hat nicht den Farmspeed fürs Agar. Nee, das Agar lasse ich mir jetzt mal außen vor. Ich glaube nicht, dass das Agar einen Impact haben wird. Aber Bane profitiert richtig hart von der neuen Etherlands. Meiner Meinung nach. Weil er einer der Heroes ist, die die HP-Rack nicht gebraucht haben? Ja. Genau, erstens deshalb und 100 Mana Region auf dem Bane, der einen sehr guten Endgame hat, ist schon sehr stark. Weißt du, wer noch extrem von der Aether Lens profitiert und sie gebaut hat? Pugna. Ja, stimmt. Pugna könnte auch back sein, aber ich glaube, Bane wird aus der Versenkung verschwinden. Ich denke, den werden wir wieder hin und wieder sehen. Er wurde jetzt schon hin und wieder gespielt. Ich bleib dabei. Ich war nie der Meinung. Also ich war nur im Stillen der Meinung, dass Bane ein guter Held ist und ich hab's nie verstanden, wieso der so in Vergessenheit geraten ist. Ich finde den echt solide. Okay, gut. Und jetzt gehen wir zum nächsten Hero. Den gebe ich jetzt mal... Conky. Oh ja, bitte. Danke dir. Ich hab den besten Hero gekriegt. Nice. Beastmaster. Wir haben es, wenn wir ihn gesehen haben, die letzte Zeit in der Pro-Szene. Hero, Abilities, Conky. Ja, da haben wir ihn gesehen, dass er mit Wild Access gestartet hat. Die sind jetzt ein bisschen gebufft worden in den Early Level. Weniger Mana-Kosten, höhere Range. Und das Respawn-Talent ist rausgenommen worden. Dafür ein Boa mehr. Freunde. Ich freue mich. Es bringt ihn vielleicht nicht unbedingt als absolut. Das heißt, du kannst jetzt 4 Boas haben. Have fun. Ja, es bringt ihn nicht als absoluten Ultra-Pick zurück, aber mit dem Jungle Change plus Dings, plus seinem Talent Tree finde ich ihn definitiv ein bisschen aus seiner Versenkung gehoben. Also er wird vielleicht nicht mehr der Least Played Hero auf Dota Buff sein, hoffentlich. Es ist halt ein plus 1 Board Change auf Level 15. Was ist denn die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist 12 Stärke.
Würde ich 12 Stärke. Stärke nehmen. Nicht unbedingt. Immer. Ich finde halt ab Level 15. Die Boas sind halt useless. Ab Level 15 gehst du mit Raw Necrobook rein. Da hast du und right-clickst lieber. Da brauchst du deine Boas nicht mehr. Die Boas sind am Anfang in der Laning-Phase. Ja, obwohl, wartet geil. Mal ganz kurz. Das ist ja eh. An sich ist es total nonsens, weil wie willst du drei Boas beschwören, die ganze drei? Zeit. Halten? Du hast vier. Plus 1 Boar Summon heißt, wenn du Boar drückst, kriegst du 2. Ja, okay, du hast recht. Dann kriegst du 4 Boars. Schon machen. Experience für den Gegner. Nein, aber das Ding ist, du kriegst ja, wir haben das vorhin mit dem Jungle Change durchgerechnet und da sind wir auf 64% Bonus quasi gekommen durch die alle Minute. Ja. Jetzt hast du 20% Experience Gain auf einem Hero, der ultra schnell durch den Jungle durchfarmt. Das heißt, der ist Level 15 und zwar so fix, das kannst du dir gar nicht angucken. Und dann auf Level 15 bekommst du den wahnsinnig zweiten Boar, yeah! Das ist ultra stark für einen Push, glaub mir. Ich weiß nicht. Doch? Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht davon überzeugt, aber ich bin gespannt. Beastmaster könnte auf jeden Fall zurückkommen, da der Wood generell zurückgekommen ist. Also gehen wir zum nächsten Hero, der von Konke auch schon angesprochen wurde mit dem Vierfach-Ulti. Und den übernehme ich jetzt wieder, weil ich ja wahrscheinlich die meisten platziger Spiele hier habe. Und zwar Bloodread-Cooldown ist im Early-Level runtergegangen. Jetzt ist quasi der Value-Punkt am Anfang mehr wert. Und der Cast-Point wurde reducted. Finde ich beides sehr schön. Jetzt ist es wahrscheinlich eher möglich, dass du die Leute mit Bloodread, also mit deinem komischen Blut-Graffiti, das du auf dem Boden malst, auch endlich mal triffst, wenn sie eine Movement-Speed von mehr als 320 haben. 20, 230, sowas in die Richtung. Also, an sich einfach kleine Buffs für den Bloodseeker, aber nichts Weltbewegendes. Dann der Jungle-Buff für Bloodseeker wahrscheinlich eher der große Buff, weil Wood Bloodseeker ist back, my friends. Beziehungsweise du kannst jetzt safer spielen im Wood. Gut. Wow. Bounty Hunter Agar wurde einfach nur noch. Ist ein Bug-Change. Ist ein Bug-Fix. Ist ein Bug-Fix. Bug-Change wäre auch mal interessant. Ja, mal wieder Icefog, der. Fix Schulkentoss Damage, also Toss Zepter Interrupting Chain, if one of the targets is Spell Immune. Das heißt, wenn eines der Tage Spell Immune geworden ist beim Bounty Hunter Toss, dann. Ja, dann wurde der nicht mehr weitergeflogen. Aber ganz ehrlich, das ist auch eins der weaksten Aghanims Scepter im Game aus meiner Sicht. Weil es einfach super weak ist. Da ist der X-Core besser. Oder das X-Damage Reduction Ding. Valve hat sich verbessert. Sie schreiben jetzt immerhin schon fixed. Ja, sie verkaufen uns nicht mehr. Fuck fixed ist halt einfach, hey, wir haben hier dicke Changes bei den Heroes. Ja, das ist richtig. Sie schreiben immerhin schon fixed hin, aber ja, gut. Lassen wir das mal so hingestehen. Und Konki, jetzt wieder für Conquistador, ja. Ich wollte es gerade sagen. Nachdem Beastmaster schon ein Flop war, willst du uns was zu dem anderen sexy Braumeister erzählen, den du so spielst? Ja, ich weiß nicht. Ich finde den immer noch nicht geil. Also das wird hier nichts ändern. Drunken Haze, Cast Point, 0,1 Sekunden nach unten gesetzt. Okay. Mein Gott, herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Drunken Haze Duration nochmal 0,5 Sekunden nach oben. Der Spell ist halt immer noch, ja, er ist in einer 1-on-1-Lane-Sit oder in einer 1-on-1-Situation vielleicht gut, aber nee, ich weiß nicht. Es wird ihn auch nicht aus der Versenkung heben. Ist Hurley Boulder nicht der Stun? Das ist das Stun. Oh mein Gott, ist der awesome. Brewmaster ist, wieso sie Drunken Haze nicht mehr AOE gemacht haben. Ja, das ist einfach sinnlos. Es ist so sinnlos. Es war ein richtig heftiger Nerf-Fehler. Ich verstehe nicht, wieso. Das ist einfach total nutzlos gewesen. Also früher habe ich Brewmaster so gespielt. Ich habe Level 2 geholt, auf der Lane irgendwie geleecht. Es war Offlane Brewmaster. Dann bin ich in Jungle gegangen, habe Drunken Haze auf die Creep-Camps gecastet und du konntest annähernd safe farmen und hast deine Level einfach gekriegt. Und jetzt sitzt du dann da und denkst dir so, bitte, nee, nicht in Creep-Camp mit vielen Creeps. Ich will nur am besten die Tomate und den Kartoffel haben. Nee, bitte, lass gut sein. Und das Replacement-Talent ist halt auch, das ist, mein Gott, 2 Sekunden slow? Nee. Was ist die andere Seite? Die andere Seite müsste Stärke? Warte.
Ja, 20 Stärke. Ach, aus dem Kopf gewusst, der Brewmaster-Spieler. 20 Stärke. Das, ich glaube, da müssen wir gar nicht lange drüber argumentieren. Dann nehme ich die 20 Stärke. Okay. Ja, möglich. Bristleback nur einen kleinen Change bekommen. Das Respawn-Talent von 40 Sekunden ist weggefallen und wir haben jetzt 10% Spell-Lifesteal. Da auch bitte mir schnell zu sagen, was der Gegenpart dazu ist. Also, Spell-Lifesteal, ich finde es halt schade, dass es nur 10% ist bei Bristle, aber Bristleback kann halt dadurch, dass es hochstackt. Oh, das ist tatsächlich schwierig. Weil Attack Speed brauchst du nicht mit Bristle, weil alles, was du machst mit dem Helden, ist Jason und da brauchst du keine Attack Speed. Ja, das ist richtig. Also, Jason, ich glaube, das Spell-Lifesteal könnte hier sogar the way to go sein. Ich hätte mich aber über 15% oder 20% mehr gefreut. Ich finde 10 ein bisschen underwhelming. Aber du musst halt bedenken, dass Bristleback mittlerweile ein Held ist, der auf dem Octarine im Late Game ziemlich core ist und ich glaube 20% ja, wäre zu heftig. Ja, dann wäre er halt wieder back. So ist er halt vielleicht. Bristle ist doch back, hat man teilweise eh gesehen, wie ja. Er reingefahren ist beim Major. Ja, aber dort war er back wegen dem Dingens, da war er back wegen dem Respawn-Talent. Also ich glaube. Ja, also ich kann bestätigen, dass German Player immer noch gerade Bristleback spielt. Jetzt gerade, ja, okay. Also Bristleback auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, ob ja, Spell of Steel ist wahrscheinlich stärker als Ding. Das Alex, German Player, warte mal, darfst du nicht als Referenz für die Dota-Szene nehmen, der spielt sowieso nur Weird Shit. Ja und? Und gerade sind sie auf on the road to Pro Dota Finals. Nice. Ich sage ja nicht, dass er deshalb schlecht ist. German Player ist ein ultra krasser Spieler, aber er hat schon ein bisschen eigenen ja. Hero Pool. Na, ich meine, es ist ein Team mit German Player und Sonic. Das ist quasi die Verkörperung von eigenen Ideen in Dota. Also für den Battle Cup gegen mich am Samstag hat es ja nicht gereicht. Hust, 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 bin wieder weg. Okay, wir nehmen jetzt das Team von Nova unter Vertrag. Aber ich kann euch ja mal up to date halten, was er skillt. Er ist gerade erst noch Level 16. Ich habe es zu viel nebenbei laufen. Würde mich mal interessieren, weil, weiß nicht, German Player ist ja aktuell ziemlich angetan von Bristle. Werden wir sehen, was der drauf ratet. Ich komme nachher drauf zurück, auf jeden Fall. Perfekt. Chaos Knight, der nächste Hero. Chaos Knight haben wir jetzt auch schon gesehen, ist schon ein bisschen mehr back und. Reality Rift Cooldown wurde reduziert auf den ersten Leveln. Auch der Cast Point. Kann man jetzt endlich einen weglaufenden Hero Reality Riften, der in den Fog läuft? Sollte das jetzt möglich sein? Mit 0,3? Also einen Hero, ich meine jetzt, wenn du quasi knapp hinter ihm bist, da kannst du. Es gab immer diesen Punkt, du kannst jetzt gerade nicht Reality Rift, obwohl er in der Range ist, weil er out of vision läuft, weil die Cast-Animation zu lange ist. Könnte das endlich der Punkt sein, wo du die Cast-Animation durchbekommst? Ja, auf jeden Fall. Und Chaos Strike Lifesteal hoch auf 75% ist okay. Und der Illusion, die Illusions kriegen noch mehr Schaden. Also Illusions auch hier wieder genervt. Ja, also Chaos Knight noch immer Pocket Pick aus meiner Perspektive. Hat man ja hin und wieder gesehen und wenn man ihn gesehen hat, hat er eigentlich immer sehr gut performt, der Held. Also ich erinnere mich an Aloha Dance, der auf seinem CK auch vorgestern ziemlich asozial abgegangen ist. Ja, Pocket Pick. Also ich finde, er ist sehr, sehr stark und wird jetzt nur ein bisschen geschmälert, weil ich glaube, dass der Punkt Phantom Illusions, dass sie 60% mehr Damage bekommen, überwiegt die anderen Buffs, die er bekommen hat. Um ehrlich zu sein. Ja. Also er bleibt sicher gleich. Ich muss mal ganz kurz weg, aber wir kommen jetzt eh gleich zu ein paar Helden, die eher für euch sind. Unter anderem auch den Chen, den Nova schon angesprochen hatte. Ich melde mich gleich wieder. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Hero Chen und da der gute Nova jetzt gerade erwähnt wurde. Bitte Nova, erleuchte uns. Ja, Chen hat einen sehr angenehmen Buff bekommen fürs Late Game, nämlich Holy Persuasion Cooldown reduced von 18 auf 10 Sekunden auf Level 4. Was sehr angenehm ist, weil es ultra nervig war für Chen im Late Game, wenn die Queen Army stirbt. Ist das nicht Dingens? Ist das nicht Late Game, sondern ist das nicht ein Perma-Ding? Also ja, egal, es ist immer 10 ist einfach. Vor allem im Late Game relevant, weil da eher die Creep Army stirbt, das ist natürlich immer ein Buff für ihn, aber gerade im Late Game ist das ausschlaggebend. Ja, ist eben, wenn die Creep Army wirklich da in Bach runtergeht, brauchst du jetzt nicht mehr. Wie früher, hier 80 Sekunden, sondern 40 Sekunden. Ja, ich finde es auch fürs Early halt. Es wird auch im Chat angesprochen. Also das Early ist auch sehr davon betroffen, weil du halt einfach
schneller deine Creeps wechseln kannst, glaube ich. Das ist auch eine Sache, die sehr, sehr aufleuchten kann da. Ja, stimmt auch. Ja, und natürlich das Respawn-Talent wurde replaced mit 1000 Creep Health und das ist sehr krass. Das ist glaube ich der Way to go, oder? Du kannst gerade das schnell mit, das Gegenteil. Mit Aga, so ein Black Dragon, ich glaube, der hat sowieso schon 2000 AP und Magic Immunity. Ja, 2000 Flat. Jetzt hat er 3000 Magic Immunity, wird voll geheilt vom Ultimate, kann zurückgesendet werden. Also richtig guter Late-Game-Buff für Chen, den er meiner Meinung nach auch gebraucht hat. Ja, auf jeden Fall. Und die Alternative ist übrigens 90 Gold pro Minute auf Level 20, was das schon ist sehr schwach ist. Not worth it. Ja. Da müsste schon richtig 200 schwach stören. Also 1000 Creep Health ist wahnsinnig stark. Ich glaube, Chen könnte auf jeden Fall wieder zurück sein. Vor allem, wenn der Jungle jetzt wieder da ist. Wenn der neue Jungle wirklich so gut ist, wie jeder sagt, dann könnte Chen wirklich back sein. Perfekt, Papi freut sich. Gut, Klings wurde genervt, haben wir gerade gesehen, wie er radiert ist vorher im Match bei Nip gegen Empire. Darkpack Cooldown increased auf immer 85, finde ich absolut gerechtfertigt. Der Spell ist lächerlich stark. Und die Duration dafür auch angehoben. Im Endeffekt ist es... ich glaube nicht mal, dass das so ein harter Nerf ist. Es ist mehr ein Anpassen. Ich glaube, es ist sogar in gewisser Weise besser fürs Late Game, weil du jetzt eine größere Zeitspanne hast, wo du kein Darkpack usen musst. Natürlich ist es ein Nerf, weil es halt obviously 85 Sekunden Cooldown im Gegensatz zu 15 lächerlich ist. Du kannst das jetzt nicht mehr permanent aufrechterhalten, aber du kannst einen Fight komplett durch mit Darkpack nehmen, ohne Darkpack im Fight nochmal zu nutzen. Weil die Fights sind selten länger als 65 Sekunden. Das spricht, du musst ja auch ein paar Sekunden wegrechnen, du nimmst das Creep, dann startet der Fight und der Fight geht durchschnittlich, glaube ich, 30 Sekunden, 35 Sekunden Maximum. Es gibt natürlich auch diese ewig langgezogenen Fights, aber overall hast du eher, dass du es schaffst, den Fight durch den Buff aufrechtzuerhalten. Also an sich schöne Anpassung. Bin gespannt, ob Klings jetzt dadurch auch wieder öfter da ist. Ja, jetzt. Chen Klings Combo Quake Essen. Ah ja, stimmt. Creep Health plus Dark Pact. Ja, eben. Oh wow! Die sind sogar nebeneinander. Geile Combo. Oh. Clockwork. Wow. Gut, Clockwork einfach nur das Replacement vom Level 20 Talent for Respawn jetzt Battery Assault Damage. Ist das per Tick oder Overall? Das ist immer die Sache, die ich mich frage. Und ich glaube, es ist per Tick. Es sollte per Tick sein, weil Overall wäre, ganz ehrlich, nee. Es fühlt sich schon sehr wenig. Das wäre ein Talent, das würde ich nicht problematisieren. Bei Beastmaster übrigens, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, 250 Damage auf Whirling Axes. Bonus bei 25. Das ja. Talent, okay? Wusstest du, dass das pro Axt zählt? Ja, wusste ich. Wusste ich, habe ich dann gesehen. Und es ist lächerlich. Der normale Damage von den Äxten steht ja auch pro Axt da. Das ist richtig. Ich habe es dann nachgelesen und habe das auch gemerkt. Und ich wurde mal gemeint, geflasht, dass das... Der Spell ist halt dann richtig hart eigentlich. Aber okay, weniger zu Beastmaster. Ja, mehr jetzt... noch, Alternative ist 12% Magic Resistance, was für Level 20 unglaublich schwach ist. Also immer... Das ist richtig. Ich würde immer den Damage nehmen. Wirklich immer. Dann ist auch das Level 25 Damage mit 10 Sekunden längere Duration vielleicht interessant. Bin ich skeptisch. Von dem halte ich gar nichts. Ich finde die 400 Health schon vier, sehr stark. Aber mit 400 mehr... 40 mehr Battery Assault Damage, da kommst du ja auf ein insgesamt Battery Assault Damage von, keine Ahnung, 2000 mehr. Ja, wahrscheinlich sogar, aber ich weiß nicht. Also das macht halt Clockwork aus meiner Sicht im Late Game mehr effizienter, als du sagst einfach, ja, ich bin noch tankiger. Yay. Ich würde es umgekehrt sehen, aber da ist ein Streitthema, da könnte man jetzt ausschweifend werden. Ich würde immer die Hälfte bevorzugen, ich kann es aber auch verstehen, wenn man den Battery Assault Duration nimmt. Ja, passt. Gut. Und jetzt haben wir Freezing Field, die Maiden, der meistgepickte Support, der muss doch jetzt fast genervt werden. Und es ist Freezing Field, hat jetzt ein Scaling und das heißt einfach nur für alle Crystal Maidens, sie haben jetzt 110 Sekunden Cooldown auf die Ulti, weil du kannst die zweite und die dritte quasi eh nie skillen oder selten. Und Fixed Zepter, Freezing Field not interrupting targets. Wirklich? Ja, das war nice davor nicht der Fall. Und plus 50 Freezing Field Damage. War wirklich nervig, wusste ich auch nicht, war ein Bug.
50 Freezing Field Damage bedeutet. Alternativ ist 120 Gold pro genau. Minute. Genau. Ich glaube, die Rechnung ist ganz einfach auf einer CM. Ich glaube, 50 Freezing Field Damage könnte sogar stärker sein, weil das ist halt das Ähnliche, was das Aga früher gemacht hat. Mit dem Bonus Damage. Der, wird ja, der Freezing Field Damage ist ja pro Splitter 50 Damage mehr dann. Ja, das ja. heißt, es macht 300 Damage auf Level 3. Die Frage ist halt, wann und wie viel du davon durchkriegst. Ja, es ist wahrscheinlich GPM ist safer, aber mit Maiden, wie oft wirst du schon Level 20? Den meisten Impact mit Maiden wirst du nicht mit der Ulti haben, sondern mit Frostbite und Nova und deiner Aura halt im Early Game. Und sobald du halt ein Freezing Field casten kannst, das ist dann wirklich die Frage, wie lange du das durchkriegst. Also da müssen die Gegner schon komplett braindead sein, wenn sie erstens in der CM-Ulti und zweitens ohne irgendwas, ohne einen Silence, ohne einen Stun, die Maiden einfach komplett das halt, Ulti durchchanneln lassen. Du brauchst halt das Gold, um an deine Core-Items zu kommen, ja. Dagger, BKB und ja. Agar. Das ist richtig und ja, ich denke auch, dass Freezing Field Damage nicht der Shit ist, aber es ist interessant und interessanter ist das Respawn-Talent in dem Moment. Darkseer, da muss ich sagen, das finde ich einen sehr, sehr guten Change, weil Wall of Replica Slow geht durch Spell Immunity durch. Das heißt, man hat das sehr schön in Kiev Major gesehen, da wurden die Wall-Vakuum-Kombos, die waren echt katastrophal stark, weil die Leute, der Slow ist wirklich echt extrem stark. Der ist wesentlich stärker als der Damage, den die Wall früher gemacht hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schön, dass es jetzt ein bisschen angepasster ist mit 06, 08 und 1. Ja, ich meine, ja, kann argumentieren, dass auf Level 1, also bis Level 12 wird normalerweise eh nicht so oft Wall gecastet. Genau, das ist eine richtig. Kleine Anpassung, kleiner Nerf zu Darkseer. Ja, minimal. So könnte man wieder philosophieren, der Held wird immer stark sein, solange er den Spell-Vakuum hat. Vakuum und Ion Shell. Vakuum ist einfach der beste Spell in Dota. Das und Ionen so Shell. Sagen. Ja, Vakuum ist der beste Spell. Ich weiß nicht. Würde ich schon sagen. Gehen wir lieber weiter. Also, guter Spell. Daxia auf jeden Fall nicht dead und wird immer noch gepickt werden. Und ja, übrigens, kurzer Nachtrag. Ja, ich bin wieder da. Musste nur kurz weg. Ich wollte nur ganz kurz einen Nachtrag. Also, German Player hat auf Bristleback den Spell-Lifestyle geholt und ja. Er ist neu. Wird... Ja, was? Und er gewinnt. Ja, und er gewinnt. Saphira TV ist... Ja! Wow! Saphira TV ist im Final von Pro Dota EU. Wir haben gerade nice. Vor Protect 5 2-0 weggeklatscht. Woo! Fire! Perfekt. Okay. Und jetzt weiter zu Dazzle. Den darf gleich dann Alex übernehmen. Ach so. Dazzle macht so Dazzle-Dinge halt. Nein, Spaß beiseite. Dazzle Scepter reworked. Shallow Grave. Was? Unsinn. Was ist das denn für ein Crap? Der Core Dazzle ist der, ein 450er AOE. Das ist so, wenn der Magnus eine 4-Mann-AP schmeißt, dann kannst du dann so dein AOE Shallow Grave raufhauen. Aber what? Das ist ja ultra der Crap. Das alte Dazzle-Lager war halt richtig krass. Das wurde nur nicht gebaut. Ja. Ich finde das Das alte Dazzle-Lager war so stark. Das alte Dazzle-Lager war halt richtig geil. Aber du bist halt mit Dazzle so Position 5 und dann hast du halt einen Glimmer und einen Force geholt. Der konntest du, also ich Aga hättest du so als drittes, viertes Item bauen können. Aber also das ist richtig crap. Das wird, glaube ich, nie gebaut werden. Dafür aber der Core-Dazzle. Du hast halt jetzt 25 Poison Touch DPS plus Poison Touch auf Cooldown spammen. Also das ist schon Party, aber im Endeffekt nur so kleine Spielereien tatsächlich. Ich denke, an Dazzle wird sich wenig verändern. Ja. Bleibt halt immer noch Dazzle. Scepter ist halt jetzt ja nicht mehr baubar auf dem Helden, man sagt. Nach 450er AOE-Spell ist halt echt crap. Das ist. Naja, wenn das Scepter wenigstens sagen würde, du gravest dein ganzes Team, egal wo es ist. Das wäre cool. Das alte Acker hat die Tick-Range des Ultimates erhöht. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich würde einfach so frech sein und sagen, Dazzle hatte noch nie eine Chance, wirklich Arganims zu bauen. Also in den normalsten Szenarien in einem Dota 2 Game hast du als Dazzle eigentlich kein Arganims gebaut, weil es unzählige Items gab, die einfach viel stärker waren für den Hero. Und jetzt gibt's nicht mal einen Anreiz dazu, Arganims zu bauen. Also jetzt ist halt einfach das Arganims schlecht, passt einfach nicht nur zum Hero, sondern ist einfach noch schlecht. Es ist gut gegen Darkseer Vakuum.
Ja, aber das ich weiß auch nicht. Wieso? Weißt du, was ein gutes Aga-Upgrade wäre für Dazzle? Was das Aga wirklich worthy gemacht hätte, jetzt abzusehen davon, dass ich sage, ich habe Global Shallow Grave. Shallow Grave dauert 12,5 Sekunden. Irgend sowas. Und aber nee, ich weiß nicht. Na warum? Vielleicht 12,5 einfach... Sekunden wäre total okay. Ja, aber das ist dann halt auch nur auf einen Hero. Ja und? Oder wenn du es hier so AoE machst, dann ist es overpowered. Ich weiß nicht, ich fände einfach, also ich fand den Armor-Buff, das ist einfach super gewesen. Das hat wenigstens zu dem Hero irgendwo gepasst. Also es war logisch, dass das Arganems halt so ist, wie es ist. Und so wie es jetzt gerade ist, das ist absoluter Crap. Ja, es ist absolut schlecht jetzt. Aber okay, gehen wir zum nächsten Hero, bevor wir Dazzle jetzt Grund und Boden reden. Der wird noch immer gleich gespielt werden wie vorher, Dazzle. Der wird noch immer gleich auftauchen in den Games. Die zwei Placements von dem ist absolut worthless. Und ja, Disruptor, Talent, 40 Damage, Strike Damage mehr auf Disruptor, Strikes alle 2 Sekunden. Ist okay. Alternative ist minus 3 Sekunden Kinetic Field. Ich glaube, Kinetic stärker. Field ist stärker. Haben ja, wir auch im Spiel Nip gegen Empire gesehen. Ja, jetzt da zum Doombringer, der quasi Offlaner. Und da haben wir jetzt Scorched Earth Healing Damage rescaled von 10, 20, 30, 40 zu 16, 24, 32, 40. Das ist euer Ernst? Der Hero wird also noch stärker und du musst Scorched Earth nicht mehr durchskillen. Ach, das ist aber toll. Demon Mana Cost rescaled von 40, 50, 60, 70. Ist auch okay. Auch ein slightly buff. Removed Critical Strike from the Small Wolves. In der Attack Jungle. Warum steht das bei Doom? Attack Damage increased by the same amount. Ja, okay, der Change affected nur Doom, aber warum steht sowas bei Doom und nicht bei All Heroes, bei General? Weil sie wahrscheinlich keine eigene Neutral Section machen wollten. Es war unglaublich nervig, dass du mit Doom keine kleinen Wölfe devouren konntest. Ja, es war so wenig Creeps. Dafür kannst du die anderen kleinen Creeps immer noch nicht essen, weil sie alle diese Kack-Magieresistenz-Aura haben, die du auf Doom nicht willst. Ja, das ist richtig. Aber jetzt kannst du immerhin den ganzen Jungle nach ein paar Wölfen durchsuchen. Immerhin. Ja, und nach kleinen Wölkin-Babys. Ja, aber sonst ist es halt, ja. Wölkin-Babys, Wolf-Babys, Ogre, also Ogre und... Die komischen Trolle, die Trolle, richtig. Die kleinen Trolle, also die Trolle, die mit dem Summoner zusammenstehen, dann die kleinen Trolle, die beim Small Camp sind und die kleinen Geister. Das war's, glaube ich. Jo, mehr Creeps gibt's nicht, die er essen kann. Und Lane Creeps. Na gut, weil, also Doom aus meiner Sicht. Okayer Buff, aber weiß ich nicht. Es wird genau gleich viel gespielt wie vorher. Und da war es ein bisschen am Kommen, also könnte es sein, dass er noch bleibt. Na, die Laning Stage ist schon sehr gebufft. Von 10 auf 16 ist nicht wenig. Ja, das Self-Reaching dazu finde ich schon gut. Ja, vielleicht gibt es Damage. Ist das okay. 6 Damage, ich würde es jetzt nicht von der Damage-Wise sehen als ein Offlaner. Ich würde eher sagen, halt 6 HP-Reaching die Sekunde mehr. Ja, nehmen wir, oder? Oh. Ist gekauft. Ja, ist ein Buff, dumm, aber ich weiß nicht, ob er deswegen wieder extrem back ist oder schneller back kommt als vorher. Elder Dragon, Dragon Knight, Nova. Was hältst du von Frost Attack Slow Increase von 20 auf 30%? Jetzt match damit was Movement Speed. Was soll ich davon halten? Soll das jetzt eigentlich ein Buff-Fix? Ja, es ist ein normaler Buff, aber ja, keine Buff Ahnung. Ist kein Bug-Fix, ist einfach ein Buff, aber es gibt jetzt nicht viel zu kommentieren. Eigentlich auch nicht, ja. Es ist auf jeden Fall gut, aber Elder Titan, jo. Unique okay. Attack Modifier, Joe ist weg. Ich glaube, wie gesagt, gibt nichts mehr wirklich, auch heldentechnisch, was wirklich noch Unique Attack Modifier ist. Broodmother. Broodmother ist ja auch schon weg. Broodmother ist auch schon länger weg. Anti-Mage. Anti-Mage. Ja, und Anti-Mage ist auch noch immer und. Nee, ist Anti-Mage nicht auch schon weg? Nein, du brauchst Vladimir auf dem Hero. Es ist ein Unique Attack Modifier. Ah, okay. Rough Spirit, Nova, unser Rough Spirit Spammer. Replaced Geomagic Grip Ability. Das ist ziemlich interessant, dass es diesen Effekt, der früher ja mal removed war, jetzt im Aga drin war, hast du jetzt wieder als Respawn Talent. Aber ich weiß gar nicht, das steht nicht das Level dabei. Wann hat 25. Der Rough Spirit denn sein.
Ja gut, dann. Ich finde es ja interessant, dass wenn man alle 50 Games mal ein Earthbird spielt, dass man immer als Earthbird-Spammer bezeichnet wird. Eieiei. Na gut, ich würde sagen, das ist sogar ein Nerf, weil wenn man 25 ist und das auswählen kann, sollte man eh schon Agar haben. Richtig, ja. Es wurde quasi aus dem Agar rausgelöst, das heißt Agar ist insgesamt schlechter geworden und als Talent und Earth Spirit hat schon sehr von der Respawn Time profitiert, einfach weil der Counterpart, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind 300 Rolling Boulder Damage und das ist halt abartiger Trash. Wow. Also, Earth Spirit Spammer, confirmed. Kennt die Talents auswendig. Ich würde sagen, das ist ein Nerf. Es ist ein Nerf, auch aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Nerf. Keine Ahnung. Weil bei Level 25, wie du schon gesagt hast, du hast halt das Agar normalerweise, wenn du mit dem Helden es schaffst, Level 25 zu werden. Eben, ja. Earthshaker Buff! Oh mein Gott! Der hat jetzt einen ganz langen. Wie cool! Ja, das auch. Aber ich meine jetzt nicht die Fissure Raids, ich meine tatsächlich den True Strike. Um ehrlich zu sein, ich finde das sehr, sehr cool, dass das Enchant Totem True Strike hat. Fissure Range finde ich interessant, weil da ist die Alternative 40 Echo Damage. Ja, ja, ja. Könnte man sogar hin und wieder mal sehen. Ich weiß halt. Ich weiß nicht, ob man die Range braucht von der Fissure, die höhere. Normal nicht. Du hast, wenn's blöd hier. Hast du nicht Cast Range auch irgendwo im Talent Tree? Nee, hat man nicht. Okay. Wäre ja auch auf Shake ein bisschen getadet, oder? Warum? Mehr Fissure. Mehr Spell. Es geht ja bei Cast Range, man denkt immer nur an die Spells, die der Hero hat, aber es geht auch viel um Items. Und darum. Ja, eben, es geht um Items, aber nee. Earthshaker, nee. Einfach nur nee. Also ich meine, das ist ja Earthshaker, die Fischer ist ja das Einzige, das auch von Cast Range profitiert, von den Spells her. Ja, von den Spells her, ja. Das ist ja nicht. Ich meine, sonst aber, natürlich Forstaff, Dagger, Jules wird ja, profitieren. Genau. Im Chat wird es auch angesprochen, Earthshaker, der neue Phantom Assassin Counter. Also ganz ehrlich, Shadowblade, Earthshaker tötet jetzt Phantom Assassin, glaube ich, wenn sie Level 15 hat, noch immer. Alternativ kann ich empfehlen, einfach ein Silver Edge kaufen. Ja, danke. Das ist ein guter Einwand. Aber das Silver Edge ist jetzt teurer geworden. Du brauchst den Shaker. Achso, ja, dann ist das der Imbiss der Heldin Toter jetzt, my bad. Irony off. Der wahre Angriff. Ich will dazu sagen, ich glaube, die 350 Fischer Range hört sich besser an, als sie ist im Game. Ich glaube, dass das auch ziemlich viel dazu beitragen wird, dass man das eigene Team grieft im Fight. Also ich glaube, die Range wird sowas sein, der Talentpunkt. Ich bin mir unsicher, ob der Echo... Ja, obwohl der Echo ist schon sehr stark. Echo Damage ist auch nicht so stark, ich weiß es nicht. Also, wir werden sehen, wie die Dings sich entscheiden, wie die Pros sich entscheiden. Eher zur Echo Range würde ich Echo Damage würde ich tendieren. Ich würde tatsächlich vom Gefühl her sagen, mehr Fissure Range, weil mehr Distanz auf dem Typen zu haben, der den Fight unterbrechen kann mit einem guten Stun, wahrscheinlich stärker ist. Also von meinem Gefühl jetzt her, weil wir haben auch viel, du gehst ja auf Shakira auch alles Maximum Spell-Reichweite, was du hast, einfach nur um den Eispath ins Unendliche zu steigern. Also. Naja, aber das Ding ist ja, ich meine, Echo Slam ist halt so ein Fight-Breaking-Ding und wenn du das gut setzt, mit ein paar Sachen außenrum, können sich diese 4 Damage so schnell multiplyen, dass es halt richtig stark sein kann. Also ich glaube einfach, der Way to go, wie man Shaker spielt, führt eigentlich dazu, die 40 Schaden auf Echo Slam zu nehmen, also auf den Echos für den Echo Slam zu nehmen. Ja, wie gesagt, ich glaube, du kannst mich auch nicht davon überzeugen, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine auch, du bist halt dann sehr ulti-abhängig auch. Aber das bist du als Shaker eigentlich ja immer, aber ich glaube, mit dem Talent auf Fissure Range kannst du halt mehr öfter machen, als du mit dem einmaligen Echo mehr Damage machen würdest. Aber nee, darüber lässt sich streiten. Wie gesagt, das werden wir erst sehen, wenn wir es wirklich. Ja, das ist aber jetzt auch schon sehr, weiß nicht, situativ. Deswegen richtig. Ich würde jetzt sagen, dass wir ein bisschen mehr vorankommen, dass wir jetzt mal zum nächsten direkt jumpen. Elder-Title, Astral Spirit Hero Bonus geht. Ja, ziemlich nach oben. Ich denke, dazu will uns Feber als Elder Titan Carry Spieler gleich noch ein paar Details näher bringen. Der Rough Splitter Radius wurde etwas erhöht um 15 und auf Level 10 gibt es jetzt die Möglichkeit dazu, Mana zu nehmen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die Alternative ist, aber 200 Mana auf Level 10 auf Elder Titan klingt eigentlich gar nicht mal verkehrt. Nee, man braucht sowieso Soul Ring, man braucht die Mana nicht auf dem Helden, finde ich.
Wenn du ihn auf Support spielst. Wenn du ihn auf Support spielst, aber als Carry, hallo. Die Alternative ist 10 Strength und 10 Strength auf Level 10 ist schon stark. Oh ja. 10 ist viel für 10. Na gut, stimmt. Das ist auch, deswegen das ist auch 200 Leben. Was die Alternative ist. 200 Mana klingt und sich auch schon ziemlich geil. Ja, Earthsplitter Radius übrigens sind ja dann 30 mehr insgesamt, weil der Radius ja dann, wobei, was? Nee, Radius ist, vergiss das wieder. Ja doch. Eber, Mathematik, nee. Doch, Radius und Durchmesser, das heißt, ja, es sind 30 mehr. Nova. Nova, Mathematik. Nova, Mathematik, 6 Sätzen, ja, ungefähr so. Also es sind 30 mehr und das ist ja das, wie du von links und rechts reingesaugt wirst in die Mitte. Also es ist schon okay. Ich finde den Hero Astral Damage interessant, dass der jetzt wieder hochgeht. Der war schon mal auf 15, 30, 45 und 60. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, dann noch mit dem Level 25 Talent mit den 100. Das ist so lächerlich. Deswegen ist der Elder Titan Carry so eine Lächerlichkeit. Wenn du echt Level 25 erreichen solltest, dann punchst du jeden One-Hit. Du lässt das durch Gegner naja, durch. Das sind 800 Bonus-Damage, wenn du 5 Helden triffst. Stimmt, ja, das ist ja nix. Ist kein One-Hit. Doch, auf dem Support ist das auf jeden Fall One-Hit. Aber du baust ja Echo-Saber auf dem Carry Elder Titan. Du machst ja dann 2 Hits. Ich kann mich nicht okay, urteilen, das geht Enchantress. Ja, es geht zu weit, Enchantress. Gut, Enchantress hier, Base Intelligenz. Erhöht tatsächlich um 2 wieder, finde ich gut. Gleicht auch gleichzeitig den Mana-Pool-Änderung aus. Oder der hat jetzt einfach extrem mehr Mana. Der Slow wurde angepasst, was sie im Early-Game wesentlich schwächer macht. Und auch dazu führt, dass du vielleicht Enchant weiter skillen musst. Und hat man ja eh schon gemacht mittlerweile. Heal hat man ja kaum noch geskillt auf Ange. Oh, wobei, eigentlich ist das im Early Game sogar gebufft worden. Ich glaube 2,25 Sekunden 55% Slow ist geiler als 5,5 Sekunden 20% Slow. Ich glaube Ange ist the new shit. Denke auch. Enchant muss man ja auch maxen wegen der geringeren Cooldown. Ja, hast du ja nicht unbedingt gemacht. Ja doch, also ich spiele gern Ange und ich habe immer Enchant gemaxt. Okay, aber jetzt ist es halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das neue Enchant würde ich auch maxen, weil das ist lächerlich. 6 Sekunden, 55% slow. Und Enchantress hat Level 7 relativ schnell, aber es geht ja eher um die Level 1 Ganks. Und da ist halt 2,25 Sekunden, einen 55% slow einfach stärker als 5,5 Sekunden 20%. Weil du halt öfter rankommst mit den Creeps und öfter attacken kannst. Das ist lächerlich. Ja. Stun oder Clap mit dem Chat auch angesprochen. Also Ange ist the new shit. Ich glaube, das ist the new shit. Ja, und auch auf Level 25 ist der alternative Enchant Effects Ancients, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Da würde ich wahrscheinlich auch eher den Impetus Damage nehmen. Nein. 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 Für die Aura, allein für die HP-Aura. Nein, 6% Impetus Damage ist mir zu wenig. Mit Ancients rumzulaufen, die du auch selbst re-enchanten kannst, wie Chen, finde ich auf jeden Fall die Ancients stärker. Auf einer Carry, ja, 6% ist ja kommt gar nicht mehr so auch auf der Carry-Venge, auch auf der Carry-Venge, du hast einen Ancient-Golem neben dir stehen, der dir 20% mehr HP gibt, oder 12, oder 10, 10? Da könntest 10? Du die Echse holen mit den 75 Attack-Speed. Ja, oder du holst dir die Echse, dann hast du auch die 6% vom Impetus-Damage reingeholt. Naja, stimmt, kann man argumentieren. Also, ich glaube, also Ancient Creeps darf man nicht unterschätzen. Sie spawnen jetzt auch ja jede Minute wieder. Und du hast 4 Camps auf der Map jetzt davon. Wir hatten ja noch nie ein Dota, wo 4 Ancient Camps auf der Map waren, die alle Minuten gespawnt sind. Ja, also, stimmt schon. Ich find's. Na gut, weiter. Weiter. Replacement. Enigma hat eine Instanz vom Stun mehr auf Level 20. Bitte, was ist das 300 Leben. 300 Leben gewinnt für mich. Was gewinnt für euch? Ich finde schon interessant den Plus 1 dann. Beides ist ein bisschen. Naja, 300 Health auf Level 20 ist eigentlich gar nicht so underwhelming. Aber ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich auch eher die Hälfte nehmen. Ja, Alex? 300 Leben oder ein
Malefiz dann mehr. Auf Level 20. Level 20? Ne, ich würde wahrscheinlich auch die Hälfte nehmen. Also, weiß nicht, die Malefiz dann finde ich nicht so relevant. Aber. Conquistador? Ist okay. Ich glaube, so wie die Enigma bisher gespielt wird, der Enigma, das Enigma, wie auch immer Enigma, die 300 Health. Okay, gut, dann sind wir uns relativ einig. Gehen wir mal weiter zum Time Dilation. Das hat einen Buff gebraucht, seitdem es so runtergenervt wurde, dass es nur noch affected wird, wenn wirklich Spells auf Cooldown sind. Finde ich jetzt absolut gerechtfertigt, dass man sagt, da gibt man wieder 14% drauf. Also für mich ganz okay, der Buff. Ich bin aber, um ehrlich zu sein, weil ich gleich weitergehe zum Gyrocopter, Movement Speed Increase um 5 schon wieder. Und Homing Missile wird ein bisschen stärker gemacht. Bringt ihr das? Weiß ich nicht. Ich finde es interessant, dass jetzt 320 haben darf. Aber Gyro könnte auch wieder ein Comeback feiern, diese Version. Also ich finde Gyro schon die ganze Zeit nicht unbedingt schlecht. Auch Homing Missile, ein bisschen schnellerer Start. Die Missile sowieso sind immer underrated. Das Gyrocopter ist definitiv spielbar. Und ja, ist ein Held, der so in diese Kategorie fällt. Der ist halt nicht genervt worden. Und Helden, die nicht genervt worden sind, der wurde gebufft. Ja, sondern sogar leicht gebufft, sind tatsächlich eher legitimer. Ja. Kannst du sagen, das Aga auf Gyro ist lächerlich stark. Und das Item wird den Helden auch, wenn man wirklich mal merkt, wie stark Aga ist, manche Teams haben es ja schon gemerkt, Navi zum Beispiel, wenn es mehr Teams mal merken und ausprobieren, wird man den Helden auch wieder sehen. Mhm. Ja. Aber gut, Husker, Life Leap Speed ist increased, also du springst jetzt ein bisschen schneller und der Break Damage skaliert jetzt. Also soll Husker anscheinend dann noch ein bisschen later, ein bisschen legitimer machen, wobei es nur 7% sind. Wird an Husker, an der Mechanik, was Husker halt tut und wie er Sachen tut, nicht viel ändern. Aber es macht ihn schon stärker, also finde ich schon einen guten Buff. Ja, es macht ihn schon stärker, aber es ist halt immer noch Husker. Ja, Husker, wenn er funktioniert, stompt er dich halt durch. Ja, das genau. Wisp. Tether stunt auf ab Level 25, aber es ist halt erst ein Level 25er Tether. Oh, schade. Ja, aber ist abartig stark. Also der Grund, das gab's ja schon mal. Das gab's, ja wie er eingeführt wurde. War das gab's ja lang. Ja, genau. Also kurz eine Geschichte zu Wisp, wie er eingeführt wurde, war das der Tether stun. Das war abartig broken. Dann wurde es gechanged zu einem 100% Movement Slow. Das war abartig broken. Und jetzt haben sie so ein, was ist jetzt, 60% Slow oder irgendwie sowas. Jetzt sind wir langsam in dem Bereich, wo es balanced wird. Und ja, aber IO erreicht nicht Level 25, das ist das Problem. Das stimmt schon. Das Talent müsste auf 20 sein, damit es in einem Game wenigstens irgendwann gesehen wird. Aber wenn er 25 wird, ist das schon abartig krass. Die Alternative ist übrigens, ich glaube, 120 Spirit Damage, was auch sehr viel ist. Ja, das ist richtig, aber 150 der Stun sogar. Ist halt einfach wieder so wie früher und das ist ja, jetzt. Das ist halt mit Ricky zusammen, ist einfach Blinkstun. Okay. Ja. Instant also, Stun, das ist halt lächerlich. Der Stun ist, glaube ich, Autopick auf 25. Ich sehe, auch wenn 150 Spirit Damage, muss man sich natürlich durchrechnen, das sind ja dann 700 Damage. Ja, 700 Damage mehr. Das heißt, du machst 1200 Damage mit dem Spirit. Ja, ich meine, hört sich natürlich auch stark an am Papier, ist es aber nicht so, das dann ist schon the way to go. Ja. Gut, gehen wir weiter zu Chakiro, einen der Liebsten, und Alex will uns da sicher was sagen. Ah, so. Chakiro Core ist back! Also so semi, Dual Breath Radius. Bitte was? Ja. Macropire macht auf Level 25 Pure on Magic Pierce the Damage, was halt, weiß ich, was ist denn Core-Jekiro schon Ultra-Buff? Dual Breath ist ein bisschen Zahlendreherei nach oben, also hat größeren Start- und Endradius, was ziemlich geil ist, aber der Macropire Chains ist halt ziemlich sick im Late-Game. Chakiro erreicht nämlich auch Level 25, du hast ein Experience-Talent, das du wählen kannst auf Level 10! Und du kannst ihn auf der Offlane spielen. Und du bist also wahnsinnig schnell am Farmen und hast jetzt die ganzen Stacks im Welt. Oh mein Gott, Chakiro ist shit. Er wurde ja jetzt schon ab und zu gepickt. Ja, aber gut, ich würde tatsächlich eher als Offlaner gerne wieder so spielen, aber weiß nicht, könnte sogar sein, kommt jetzt ganz drauf an, wie sie sich zeigt. Aber ich denke, er wird jetzt nicht Tier 1 Pick werden, aber es ist ganz nett, weil es halt ein richtig starkes Level 25er Talent ist auf einem Helden, der ein XP Talent hat. So. Und das ist halt so die Kombination: schnelles XP Talent und ein Pure Magic Immunity piercender Macropire. Macropire macht abartig viel Schaden und wenn das dann plötzlich Pure ist in einem Fight.
Ja. Ja, du bist halt safe. Der gegnerische Carry kann mit BKB nicht an dich ranlaufen, weil du einfach dich im Macropyre platzierst und einfach dort Ja. stehst mit Ja, Aghanim. man sollte aber halt trotzdem bedenken, es ist erst ein Brenne. Level 25 Talent. Ja. Das heißt, im Mid-Game und am Anfang Late-Game wirst du halt immer noch von dem BKB gecountert. Keeper of the Light, Chakra Magic plus 300 Mana. War der auf 15 schon? Ja, auf 15. Was ist die Alternative? Ich hab keine Ahnung, Gott. Bei Shakira ist übrigens die Alternative noch 1,25 Sekunden Ice Path Oh, Duration. stimmt! Das ist aber auch ziemlich sick, der Ice Ja, Path. Oh, das das sind stimmt. beide Sehr ziemlich schwer. sicke Sehr schwer, der Talents. Wahl. Kommt wahrscheinlich auf deine Hero-Komposition drauf an. Wenn du wirklich was hast, wo du sagen kannst, die Gegner müssen im Macropyre fighten, dann ist wahrscheinlich Macropyre besser. Wenn du einfach nur, wenn du keine Teamfight-Abilities hast, die das um den in den Teamfight reinziehen, dann ist wahrscheinlich das dann noch besser. Aber was ist bitte das Replacement? Oder nicht das. 20 plus 20% XP-Gain. Ich bin echt kein Fan von den XP-Talents, aber in dem Fall würde ich es nehmen. Ich halt gar nichts von diesen 300 Mana. Wirklich? Nee. Level Du 15. weißt aber, dass das Mana bleibt. Ja, ich weiß. Also Trotzdem. ich finde das nicht schlecht. Das Ich wird weiß so nicht. ein Change, der hört sich am Papier sehr gut an, aber ich glaube nicht, dass der Ingame wirklich Auswirkungen haben wird. Beziehungsweise zu geringe Auswirkungen haben wird. Ja, okay. Dann gehen wir weiter auf Kunkka. Kunkka ist Ghost der Ship Ultra-Buff. now always crash where Kunkka targets it. Er ist ultra stark. Er ist richtig stark, der Buff. Das heißt, das alte, du musst wissen, wie weit dein Boot fliegt, ist jetzt weg, sondern du drückst einfach, da soll's Bumm machen. Genau, und das ist Das ist halt abartig stark. schon, das macht dich halt vom Positioning her wahnsinnig leicht. Und es fliegt 2000 Units, also vorher, War immer schon so, ja. ja. Aber es geht halt jetzt so direkt Aber dahin, was was ist ich die halt Cast Range jetzt von Kunkerboot? Was ist die gute Cast Range Frage jetzt von eigentlich. Kunkerboot? Eigentlich so wie früher. Früher hatte sie Denke ja auch eine auch Cast mal. Range. Ja, früher hattest du keine Cast Range. Früher hattest du ja nur, es kommt hinter dir und fliegt genau vor dir. Also vor dir mit den 2000 Units halt. Ja, man konnte es aber trotzdem nicht global casten. Man musste es ja trotzdem irgendwie Ach casten auf dem so, ja, Boden. das stimmt. Denk mal, da wird sich nichts geändert haben. Na, ich bin gespannt. Also ich Also glaube, finde ich einen Kunkka mit starken Buff auf jeden Fall, ja, das hast du recht. Support Kunkka könnte man wieder sehen. Ja, haben wir ab und zu sogar schon gesehen am Major. Ja, Das aber hat eben. nicht so geil funktioniert. Selbst SG Esports hat damit kassiert und SG Esports hat wenig kassiert. Aber ja, gut. Kunkka auf jeden Fall ein Buff. Legion Commander Overwhelming Odds. Das haben wir schon alles jetzt in Action gesehen, tatsächlich. Im ersten Game vom 706, das wir casten durften, bei Empire gegen Nip. Overwhelming Odds merkt man, ist schwach. Dual Breath, das Zepter ist auf jeden Fall absolut worth it zu bauen und wird auch jetzt gerusht von den ganzen Leuten. Also Blink Dagger, Blade Mail Zepter ist jetzt the way to go. Zepter Und. ist abartig stark. Ich weiß nicht, wieso Legion Commander jetzt dieses Zepter-Upgrade gebraucht hat. Ja, und Und. parallel dazu kriegt Dazzle ein AOE auf Shallowgrave. Icebrock, Und please. auch das 20er Talent, der 10 mehr Proc wird gewählt. Über Ja, dem 7 anderen. Armor ist klar, dass man das nicht nimmt auf Aber das ist 20. schon Ja. ziemlich geil. Also Legion Commander. Icebrock denkt sich, okay, Der ich Hero war nerfe Meta. Overwhelming Odds und gebe ihr halt das, was ihr schon kann. Ultra sick drinstehen und verstärke das einfach mit einem sicken Zepter und einem sicken 20er Talent. Okay. Ja, aber Man das hat Zepter. jetzt halt, wenn man auch ein Das geht BKB nicht. baut, hat man bis zu 18 Sekunden Magic Immunity und das ist. Ja, und Ja. ja, Leshrac bekommt jetzt quasi so einen Sidegunner für Arme, by the way. Was? Weil nach Pulsnummer ist active every 1,75 Sekunden Lightning Storm will hit one random unit with 55 AOE Prioritized Heroes. Also Heroes werden eher getroffen als Creeps. Also immer Heroes zuerst, dann Creeps. Und das ist ziemlich wichtig, dass Heroes zuerst getroffen werden, aus meiner Sicht. Weil der Damage abbaut, oder? Bei Lash. Richtig in Erinnerung? Wie meinst du, der Damage abbaut? Ich glaube, dass der bei Lash auch der Damage wie bei Rubik, dass der Damage von Hit zu Hit weniger wird. Ja, aber Oder das ist ist das ein bei Lash nicht? One-Hit. Nur ein Hit.
Achso, es ist nur ein Hit. Nur ein Blitz kommt runter. Es ist mehr Disco Pony einfach. Hit one ja, es verhindert. Ach so, Hit One Random Unit. Lässt ja, sich nicht wirklich rauslesen, ob das wirklich ob der komplette Lightning Storm oder ob es genau, nur weiter bounced, ja, das weiß ich nicht. Aber es macht halt mehr Disco Pony. Also ich glaube, es ist worth it zu bauen, tatsächlich, Flash Hack. Ich finde es halt vor allem in solchen, weiß ich, es gibt die halt auch einfach mehr Chase, weil es auch noch diesen Mini-Slow hat, der Lightning. Das stimmt. Oh, das ist heftig. Level 25 Upgrade mit den plus 3 Sekunden Slow Duration. Das ist tatsächlich echt interessant für den Chasing Lashrak, weil du hast dann keine Animation auf Lightning. Dass du läufst jemanden hinterher, ja, genau, machst einfach Pushover an und er wird geslowt und du tötest ihn. Ja genau, weil die Lightning-Animation und das die Sun-Animation sind halt ultra-räudig auf einem Lash. Jetzt hast du halt einen Slow, ohne ihn zu casten und kannst halt die Stun-Animation setzen, weil der Lightning-Storm-Slow ist schon ziemlich stark, aber du musst halt nicht, du konntest halt nicht Lightning-Storm into Stun machen, weil beide Animations zu lang waren, aber jetzt kannst du halt mit einem Acker Pulse-Nova anchasen, der Gegner kriegt Slow und dann kannst du ihn stunnen. Du sparst dir halt diese räudige Lightning-Storm-Animation. Dann hast du noch rein theoretisch auf 25 plus 3 Sekunden. Sagen, lass mich das mal auf der Zunge zergehen. Man hat 4,75 Sekunden Slow für 75% mit einem Cooldown von 1,25 Sekunden. 1,75. Also ich weiß nicht, was ganz ehrlich, ich frage mich so ein bisschen, was die bei Wolf halt geraucht haben, als sie heute die Aghanims oder die Aghanims Scepter überarbeitet haben. Aber das könnte tatsächlich, also ich bin jetzt noch, also ich bin gerade von dritten, vierten Item auf zweites Item vorgegangen mit Aga schon. Ich weiß nicht, ob es First sein kann. Ich glaube nicht. Aber Second Item würde ich jetzt schon für möglich halten. Ja, also Aga ist auf jeden Fall, ich finde es besser als, man sieht, Eisfall geht halt tatsächlich so langsam weg von diesen, einfach alles erhöht random den Schaden, auch jetzt auch Flash ist, denke ich, ein guter Ansatz, wie es in Action ist, muss man erstmal sehen. Also das Cast ist, springt da nicht weiter, das Lich ist nur der eine einzige. Ja. Okay, nur eine einzige, aber es ist zumindest zum Chasen trotzdem relevant und interessant. Ja. Ich denke, sollte man nicht abtun. Und man hat beim Side-Gunner von Gyro gesehen, wie diese random Procs teilweise sind. Wobei es halt nur ist bei Pulse Nova, aber ich denke, es geht in die richtige Richtung. Ob Slash so halt cool ist die Frage, aber ich denke, Aga ist legit. Wird man halt so die Creep Wave nach einer Zeit, also irgendwann geht das. Das ist das Problem an Gyro Aga. Dass das Kuglieren von Creep Waves nicht drinnen ist und bei Leshwrak ist das jetzt drin. Also Lesh. Ja, aber es priorisiert auch Heroes. Das macht genau, ja Sidegunner auch nicht. Genau, ja, gut, ist das. Und zweitens, ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist gut. Es ist auf meiner Sicht, ich weiß nicht, ob Leshwrak zurückkommen wird, aber wenn, wird er als zweites Item Aga bauen, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall ist Art Aga must have auf ihm. Denke auch. Ich glaube nicht, dass es zweites oder drittes Item ist, aber es ist auf jeden Fall ein Item auf ihm. Ja. Leech wird wieder gebufft, was ich auf 50% schon lächerlich stark finde, jetzt ist 65. Ja, oh, okay. Leech wird wieder nicht gespielt werden, weil der Held keine Aufgabe mehr hat in diesem Spiel. Ja, das ist das andere. Ja, Lina, währenddessen Movement Speed statt Respawn. 40 Movement Speed tatsächlich, ich hasse Movement Speed Talents, aber auf Lina mit Fiery Soul bist du halt zum absoluten Racing Car. Das Problem ist, es ist 50 Damage. Alternative sind 50 Damage und die brauchst du auf Lina. Ja, wollte ich gerade sagen, an sich ist es eigentlich ganz geil, aber die 50 Damage ist zu stark. Nein, Movement Speed braucht man nicht, wenn man sowieso Shadowblade baut. Du initiierst ja sowieso aus. Ja, genau, raus. Das meine ich. Oder du holst dir halt Heals, dann brauchst du es auch nicht unbedingt so. Ich damage besser einfach auch in der Phase des Spiels. Lion besser. Mit 75 Ich verstehe nicht, warum Lion so ein schlechtes Cast Range Talent bekommt und Lina so ein geiles Cast Range Talent auf Level 10. Weil Lions so sehr davon profitieren würde, wenn es besser wäre, glaube ich. Ich hätte mir da auch vielleicht. Ja, okay, das Hex ist halt instant, gewünscht. Das ist das Problem. Man kann sich halt trotzdem eine Etherlands kaufen auf Lion. Ja, musst du ja fast. Ist halt awesome. Ja, gut, aber Lion auf jeden Fall gutes Talent. Ich glaube, die Alternative ist, oder ich weiß, die Alternative Damage. Ist 60 Damage und. Jetzt mit den mehr Camps im Jungle kann man sich streiten, ob man den Damage nimmt, um schneller zu farmen, oder ob man die Range nimmt, um mehr Hex zu placen, also früher das Hex zu setzen. Und länger initiated mit Dagger. Ja, und also länger initiated. Also es ist aus meiner Sicht trotzdem, auch wenn Dagger etc. initiiert, alles gut ist, trotzdem eine Frage, ob... Es gibt seltene Fälle wahrscheinlich, wo der Damage worth it ist. Aber ja, Core würde ich sagen, Cast Range. Gut, Lone Druid, damit wir jetzt hier langsam weiterkommen.
Attack Speed Increase from 10, 20, 30, 40 auf 20, 30, 40, 50. Ja, nachdem Rapid halt so hart genervt wurde, dass es nicht mehr Perma da ist. Oh, es wird wieder Perma da. Nein, 10 Sekunden Downtime. Gut, es hat noch immer 10 Sekunden Downtime, also okay. Und Replace, das ist Respawn Talent mit 50% Spirit Damage. Was? Magic? Also der Spirit Bear kriegt 50% Magic Resistance. Hatte der vorher 0? Ich glaube, dass der auch 25 hatte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Warte, aber das ist dann ist der Bär-Druide vielleicht. Wir haben letztens schon wieder den Bär-Druiden wieder öfter gesehen. Und naja, die Alternative ist Spirit Bear Armor. Also es geht sowieso beides auf den Bär. Du kannst ihn entweder besser gegen Magic Damage machen oder besser gegen Physical Damage. Nur das ist aber dann. Also das geht auf jeden Fall auf Bär-Druid wieder zurück und ja, interessant. Naja, nicht unbedingt, weil wurde ja. Trotz, ja. Es geht. Es ist, vielleicht sehen wir ihn wieder, aber es ist nicht der Ursprung. Er hat 0 Magic Resistance oder hat 0 Magic Resistance. Na, dann ist die Magic Resistance stärker. Ja, denke ich auch. Und du passt sowieso sowas wie AC oder so irgendwann mal stimmt auf den nicht, Bären. Bär mit Stufe, der muss, das muss hochscalen. Bär auf Stufe 4 beschworen hat 32 Magic Resistance. Aus Gründen. Aha. Hast du das Talent genommen mit 50%? Nein, ich habe noch gar keine Talents geskillt. Nehmen wir mal das Talent mit 50%, was hat er dann? Dann müsste er irgendwie 60 haben oder so, oder? Ja. Jupp, erwartet. Er hat ja 66 Magic Resistance. Seems Gucci. Ja, ist ganz okay. Ja, ist stark. Würde ich schon nehmen. Würde ich bevorzugen über der Armor. Ja, die Armor kannst du nämlich bauen und willst auch bauen. Magic Resistance willst du nicht bauen auf dem Bären. Aber wäre gut zu haben ab und zu. Luna, Cast Point. Sehr starker Cast Point Puff, eigentlich. Ja, Quality of Life Change für Luna. Ja. Ja, Luna plötzlich Tier 1 Pick. Moment, da war ja was. Ja, ist aber auf jeden Fall ziemlich geil, denke ich. 0,1 nicht zu unterschätzen, damit es auch nicht ultra hart. Lykanthrop kriegt mehr Feral HP Region. Also Lykan darf noch mehr 24, wenn er das nimmt, sind es jetzt, oder? 12 hat er noch Default. Er hat 1, 3, 7, 9. 21 zusätzliche HP Region, einfach so passive. Oder? Er hat 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Ich wusste doch, es war was Zweistelliges. Die Alternative ist 12 Stärke, also ich glaube, er nimmt die 12 Stärke. Denk ja, die 12 auch. Stärke bringen dir 1 HP Reg. Man muss halt bedenken, die Feral HP Region geht auch auf die Wölfe. Ja, das ist richtig. Nicht auf Wölfe, Summons. Auf alle Summons. Aber ja, dafür musst du dir halt bedenken, die 12 Stärke skalieren durch den prozentualen Bonusschaden. Ja, ich denke auch, dass es eher die Stärke ist, aber trotzdem witzig, wie Lykan hier in diese Rolle des hier, du wirst der HP-Region-Boss getan. Naja, ist halt Wolverine, hallo? Ja, ist Wolverine. Das stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Jetzt kommt auf jeden Fall noch eine Sonic-Buff. Movement Speed von Magnus, erstmal um 10 reduziert. Ja, Rework Zepter. Ich weiß nicht, das ist halt so. Keine Ahnung, die Shockwave geht jetzt nach vorne und bounce dann zurück, so wie ich das sehe. Also die geht nach vorne, kommt zurück und slowt dann für 2 Sekunden tatsächlich. Dafür ist sie aber noch mal um einiges schneller. Ich weiß nicht, was ist das denn für ein Agger? Was? Die Shockwave ist jetzt wie ein Jojo. Die geht nach vorne, geht zurück und slowt beim Zurückkommen. Und macht den Hälfte des Schadens noch mal. Das ist ein Hopper-Effekt, aber das Agger ist trotzdem Garbage. Aha. Ich würde auch sagen, dass das Agger Garbage ist. Im Prinzip eine schlechte Shiver. Ja. Also halt alles, was Shiver macht, in Scheiße, in einem Agger. Da, keine schlecht. Ahnung. Sorry. Alles, was Shiver macht, in nicht so gut. Aber es wurde scheinbar das Talent von Level 25 dann rausgenommen, weil sie dachten, das könnte zu stark sein und haben die 4 Sekunden Shockwave Cooldown Reduction weggenommen, zu 15 Armor geswappt. Na okay, dann könnte es nämlich passiert sein, dass du einen Perma-Slow hast von 60%. Der 60% Slow ist schon viel. Shivas macht keinen 60% Slow, der macht 30, oder? Hä? Hey, willst du mich verarschen? Wie weit geht die Shockwave mit Aghanims? Was?
Magnus hat halt die Angewohnheit, dass er sowieso alles im AP killt. Also du willst im Prinzip sowieso keinen Slow, der erst nach 2 Sekunden zurückkommt. Ach, nee, ich würde es eher nicht machen. Gameplan ist out of date. Ja? Schaut euch bitte einfach nur diese Range an von dem Arganems von Magnus. Warum? Die Shockwave geht doch schon immer sehr, sehr weit. Die geht jetzt nicht. Ah, 50% sehr Range. Ah, ja, stimmt. Ja. Das ist quasi, gönn dir da noch eine Etherlands dazu und dann bist du kannst du casten wie verrückt, aber. Und du müsstest auch Creepwaves one-shotten mit der Shockwave jetzt immer. Warte, kann ich dir in 4 Sekunden sagen. Ja, ja, aber trotzdem interessant, ja. Der 500 Score Range ist auch relativ witzig und was ich, Shockwave. Cooldown wurde dafür rausgenommen und zu 15 Rüstungen überzeugt. Weiß nicht, 15 Armor auf Magnus ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn du ihn tatsächlich nochmal zu Semi-Core spielst. Aber Magnus baut man sowieso erstens Schieber, zweitens AC wahrscheinlich. Also Armor-Probleme hat der Held nicht. Ja, gut. Aber kommen wir mal weiter. So, Magnus auf jeden Fall witzig. Es ist halt irgendwie kein wirklich, weiß ich, dieses Aga finde ich ein bisschen komisch tatsächlich. Das Reversed Polarity finde ich seltsam, aber gut, im Endeffekt wird es zeigen. Ja, was hältst du von Medusa-Fever? Das ist so funny! Ist das wirklich Stoneform von Stone Gaze? Ja! Dann ist das nämlich absolut broken, weil das geht durch Spell Immunity. Stimmt! Das geht durch Spell Immunity, wenn das Stone Gaze Form ist. Das stand ich immer. Aber kann man Mystic Snake casten auf Spell Immunity Targets? Nein, das aber es bounced dorthin. Bounced es auf Spell Immunity Targets? Das weiß also ich nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob das der Stone halt also von Gaze ist oder nicht. An dem entscheidet. Ja, ich denke mal schon, weil es werden sonst. Also, das ist. Davon. Das schreiben wir uns kurz auf. Nach dem Patch Talk sind das die Dinger, die wir noch schnell testen. Ja, also das Aga scheitert daran, ob man ja, das bounced auf Spell Immunity und ob man es casten kann. Wenn man es nicht kann, finde ich es ja, dann ist sehr es schlecht. Nein, es bounced nicht auf Aga-Targets. Okay, somit ist es richtig schlecht. Ja, dann ist es nicht so geil. Wobei es trotzdem witzig ist, wenn du halt nennen. Was ist das? 5 Targets hast du? Oder? Ja. Du bleibst in 2 Sekunden Stun am Schluss. Ist okay. Ja, ich find's aber nicht. Nee, es ist nicht, es wird nicht gebaut. Es wird nicht gebaut. Ja, das ist halt der Punkt. Du andere Dinge. Ja, eben, du hast keinen Slot dafür. Du kannst dir nicht erlauben, mit Medusa 4000 Gold für so ein Item auszugeben. Ja, das Problem ist halt, auf Medusa hast du sowieso das Problem, dass du die ganzen Stats-Items baust für Mana-Shield und sowieso Damage leakst. Wenn du jetzt noch einen Acker irgendwo einschiebst, dann hast du halt für was? Du brauchst eigentlich einen Mjolnir, du brauchst irgendwie ein dickes Damage-Item, dann willst du noch einen Skadi haben, wo hast du da Ackerplatz? Also es liest sich ganz witzig, aber es wird nicht gebaut. Nee, der Play kommt auch jetzt erst. Das hat alles eigentlich den Weg geebnet für eine Support-Medusa, die jetzt Jungle farmt wieder und sich Arganems als erstes Item kauft und dann Leute mit Snakes dann. Und dann blinkt er. Oder, du nimmst eine Vengeful Spirit und hast auch einen 1-Sekunden-Stun. By the way, Victor Razzo hat es gerade getestet. Ja, haben wir schon gelesen. Nicht auf BKB. Ja, ich wollte es trotzdem nur für diejenigen, die Bonke vielleicht auf Fullbild schauen. Bonke hast du doch auch schon gesagt. Ich hab's doch auch gerade getestet. Ich hab doch Dota offen und guck schon immer. Ja, aber es ist nice, dass Victor Razzo da auch mitmacht. Ja. Gut, Mirana, weiter geht's. Mirana. Ja. Bitte, Mirana Alex. Base Damage um 3 erhöht. Starstorm Second Impact Delay ist jetzt, also der zweite Impact kommt jetzt ein bisschen schneller durch. Der Leap Bonus Speed wurde deutlich reduziert von 10 auf 5 Sekunden Duration. Aber dafür bist du halt doppelt so schnell, was eigentlich viel geiler ist tatsächlich, weil du halt einfach so eine kurze Haste-Rune fast am Ende hast. Also du hast dann so einen kurzen Ultrasprint, wo halt dir gar keiner hinterherkommt tatsächlich. Vor allem mit Arrow ist das sehr gut, wenn du 5 Sekunden Arrow triffst, hinliebst, dass du genau die Stun-Duration. Warte mal kurz, Moment. Du kriegst nur den Attack-Speed. Okay, das heißt, du liebst rein und bist ein Maschinengewehr. Okay, das ist trotzdem, wie gesagt, krasse Synergie mit Arrow. Ja. Arrow treffen und 5 Sekunden ich glaube, Shotgun also, drauf. Das könnte tatsächlich so ein Change sein, dass du Mirana. Dass du die Mirana wieder siehst, aber eher auf so ein Core-Bild. Du holst dir einen Arganem Scepter und dann sowas wie Saint Shunyasha oder so und liebst rein. Hallo, und der zack, neue Daedalus.
Ja, ja, Daedalus, solche Sachen. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir, wenn wir eine Mirana im Meta wiedersehen, dass es eher eine Right-Click-Mirana wird, die sich halt... Wieso ja. denn? Du kannst, du buffst ja mit Leap auf deine stimmt. Leute. Ihr vergesst es immer. Was mich sehr wundert, ist, dass das Level 25 Talent nicht angepasst wurde, weil das ist dadurch jetzt krass nervt worden, wenn das 5 Sekunden weniger geht. Ja, das stimmt. Sehr eigenartig. Finde ich aber okay. Der Valve hat das irgendwie vergessen oder so. Nö, finde ich okay. So wie Valve vieles vergisst, so wie Silent Saga, was jetzt auch endlich mal geändert wurde. Aber habe ich noch nicht gesehen. Ja, by the way, Mirana, also im Endeffekt glaubt ihr, da wird sich nichts tun oder sieht man die vielleicht jetzt im Competitive wieder öfter? Ich glaube nicht, dass sich was Mirana tun wird. Warte mal ganz kurz, wieso ist der 25er Talent mit dem Leap Bonus Attack Speed ein Nerf? Weil er es nicht mehr 10 Sekunden hält, sondern nur noch 5. Ach so, ja, aber er wird halt nochmal amplified über Prozent. Ja, natürlich. Ach nee, aber er wird nicht, das ist nicht Prozent. Einfach nur 100, nicht Prozent oder so. Es ist bad. Es ist bad. Gut, sagen wir es so. Gibt dann, ich glaube. Ja, was ich noch sagen wollte, Mirana hat so ein kleines Identitätsproblem. Als Support ist sie mittlerweile ein bisschen underwhelming im Vergleich zu anderen und als Carry genauso. Also Mirana fehlt so ein bisschen die ja, Rolle vielleicht könnte sie wieder in die Mitte kommen mit dem mehr Base Damage. Wobei sie hat immer noch nur viel zu wenig. Pot im Jungle ist wieder legit. Du kannst jetzt alle Minuten Creepcamps farmen. Das ist Roaming Support, das ist jetzt deutlich wieder besser. Ich finde Mirana nicht unspielbar, aber ich finde sie auch nicht spielbar. Das hört sich jetzt komisch an, aber sie ist halt da. Sie ist halt da. Übrigens, wisst ihr, wer nicht mehr da ist? Der nächste in der Liste. Ja, Monkey King. Puh. Was? Kein Bonus-Damage mehr? Nein, Monkey King ist dead. Du kannst auch kein Becher mehr. Wukong's Command provide jetzt Bonus-Armor für den Hero. Man kann das Ultimate jetzt... Du kannst das Ulti, du kriegst das auf jeden Fall durch, weil du nicht mehr so leicht zu töten bist, aber er macht halt nichts mehr. Du kannst halt so sagen, so ist jetzt wie ein Ricky-Ulti, aber nur mit 2 Hits, weil mehr als 2 Hits wirst du nicht rausbekommen aus einem Ultimate-Basher. Es ist worst fucking shit. Wukong's also Army halt no longer trash. Copies Basher on the Büssel, das heißt, du hast kein Bash mehr auf dem Ding, das heißt... Ja, das heißt also, eigentlich... Eigentlich ist er dead, oder? Also, du kannst ihn halt nicht mehr als Supporter spielen. Du brauchst halt jetzt eigentlich tatsächlich einen Core Monkey King, der wirklich Minute 20, der halt wirklich ein frühes Desolator, Crit oder was auch immer hat, dass halt der Wukong Command Damage macht. Wenn du kein Core Monkey King bist, dann, weiß ich, hast du mit den 20 Bonus-Armor, kriegst du zwar dein Ulti durch, aber die Illus machen halt kein Damage mehr. Weil, weiß ich, wenn so ein Support Monkey King ohne Bonus-Damage, ohne Bash auf dich haut, das ist halt irgendwie ungeil, tatsächlich. Ja, es ist ja noch viel schlimmer, dass die Stats ja dann auch nicht angerechnet werden, wenn die Army keinen Basher und keine Bissel copied, heißt auch der Damage, den du sonst noch so kriegen würdest, also die Stats Damage mäßig. Die Stats Damage wahrscheinlich werden sie schon angerechnet, dass einfach nur der Bash-Effekt nicht da ist. Da steht, weiß ich nicht, aber ich glaub, logischer wäre es natürlich. Aber du hast kein Bonus-Damage mehr, das ist das Erste, was das Ulti einfach unspielbar macht. Leider auch für Rubik. Und das Zweite ist, einfach nur weil der Bash wegfällt. Ganz ehrlich, der Hero war Faceboots Basher, nichts anderes. Der ist dead. Vielleicht noch ein Solar Crest, damit du den Ulti durchkriegst, was jetzt dabei auch, war. Ja. Aber jetzt musst du den Ulti nicht mehr durchkriegen, weil er keinen Damage mehr macht. Echo Saber geht auch schon lange nicht mehr auf Monkey King. Ja, der Slow Provide geht zwar, aber der Doppel Hit. Ja, genau, der Doppelhit geht nicht von Echo Saber, nur der Slow Hit. Ja, und auch der letzte Change ist richtig huge, dass sie das mal gefixt haben. Ja, dass er mehr Vision hat, wenn er jumpt. Genau, dass er während er in der Air ist quasi, während er springt, hatte er aus irgendeinem Grund riesig viel Flying Vision teilweise. Nein, er hatte bei Nacht einfach immer noch die... Nein, ja, genau, nicht das immer. War der Bug. Aber jetzt bist du halt bei Nacht tatsächlich auf den Bäumen ultra blind. Das ist eher... Also selbst das Monkey King ist dead jetzt für die nächsten 5 Patches. Wahrscheinlich. Denke auch. Stört mich aber auch nicht. Ja, Adaptive Strike von Morphling ist ein bisschen billiger geworden, okay. Gut für Support Morphling, aber das war's auch schon. Oh, stimmt, das meinte Sonic mit Sonic Buff Buff, Sonic Mucho OP. Ja, das Support Morphling ist besser geworden, auf jeden Fall. Das Ding ist ja trotzdem, du hast ja Adaptive Strike auf, du hast ja trotzdem auch auf Support Morphling dann den Adaptive Strike extra direkt hochgeskillt. Nee, du hast den Dingens Stun Duration geskillt. Hast, oder nicht? Nein, du hast, Wave, Passiv, also Wave, dann die Stats, dann Wave und Adaptive Strike gleichzeitig hochgezogen.
Weil du musstest halt, du brauchst auf dem Support Morphling trotzdem den Burst Damage von der Wave, weil die Wave so viel Schaden macht. Auch zum Farmen. Ja, und auch zum Farmen. Ohne der Wave. Ja, du bist Support Morphling. Also ja, Support Offlane Morphling, wie auch immer. Ja, gut, aber wir wollten uns da nicht länger aufhalten. Ja, ist ein Buff auf jeden Naga Fall. Naga Siren. Wer will, wer hat, wer wagt noch nicht. Nova hat gesagt, Naga Siren ist back to game, also bitte. Erleuchte hey, uns. Ich habe nur gesagt, dass Naga Siren jetzt im Wald wieder besser jungeln kann. Aber Naga Siren hat Buffs und Nerfs bekommen. Ein Mate von mir ist passionierter Naga Siren Spammer. Der Yunus? Hat ein bisschen mit. Ne, Yunus ist auch, aber der gute alte Ryze, habt ihr auch gesehen beim Turnier? Ah, stimmt. Mhm. Einer eurer legal genutzten Stand-ins. Hat nur legal benutzte Stand-ins verwendet, Alex. Ja, stimmt. Wovon rede ich? Ja, Nova. Ryze. Cast Time. Ist ein bisschen increased worden, von 0,8 auf 1 Sekunde. Macht Naga ein bisschen anfälliger auf Ganks, weil sie weniger Zeit hat, ihr Ultimate zu drücken. Das könnte schon in gewissen Situationen Tod bedeuten. Ultimate wurde genervt. Der Cooldown finde ich jetzt aber nicht so krass, weil mit Naga used man eh nicht alle 60 Sekunden, beziehungsweise mit Octarine sind es ja noch weniger. 40 waren es oder so, oder 45. Ja, 44, irgendwie sowas, das Ultimate. Mit Octa ist es halt wieder auf 60 tatsächlich, witzigerweise. Ja, genau. Und 60 heißt jeden Teamfight. Ja. Genau, also das kann man vernachlässigen. Die Range wurde eigenartigerweise sogar increased auf Level 3. Geil. Das ist sogar ein Buff. Also, weil du hast auch Naga immer halt auch Level 3. Also in gewisser Weise könnte es sogar ein Nerf sein, weil gute Naga-Spieler versuchen ja mit dem Ultimate Helden zu zonen. Also quasi vier Helden zu sleepen und dann so zu moven, dass man einen Held rausfokust. Es wird ein bisschen schwieriger mit den 1400 Range. Das liest sich jetzt als Buff, aber ich glaube, in-game ist das nicht mal so ein Buff, wie man sich jetzt vorstellen mag. Ja, nee, nicht, also einzelne Spiel-Heroes rausnehmen ist tatsächlich schwierig, aber vor allem auch einfach Rex nehmen, indem du einfach zur Fountain fast läufst, alles liebst, dein Team Rex verprügelt und dann gehst wieder raus. Solche, sowas halt. Genau, auf jeden Fall ein Buff für meinen patentierten Valium-Naga-Build mit Refresher. Einfach das ganze Team sleepen und währenddessen die Rex wegretten. Ja, dann, was sich auch schon abgezeichnet hat, hier Illus nehmen wieder mehr Damage. Ja, finde ich gut. Nervt ein bisschen das Jungle Farming. Ja, Riptide dafür gebufft, also ein bisschen Lane Stärke und auch ein kleiner Buff zur Support Naga. Auch mit dem Ensnare Cast Point, kleiner Buff zur Support Naga. Ja, und die Mana Kosten konstant auf 100, wieder ein kleiner Buff zur Support Naga. Also vielleicht könnte eventuell Naga Siren wieder in die Support-Rolle reingedrängt werden. Also im Core. Ich glaube, es ist noch immer der Core. Es ist, wie du schon gesagt hast, Naga Siren hat jetzt mehr Wut, hat jetzt mehr zum Farmen. Also ich glaube, Naga Siren könnte schon der Shit sein. Wieder. Schwächer geworden insgesamt, dafür. Insgesamt ein paar Nerfs bekommen, aber durch den neuen Wald, durch den Farm, der jetzt auf der Map ist, zusätzlich, glaube ich, ein krasser Buff. Ich glaube, wir werden viel mehr Siren sehen als vor dem Patch. Ja, ich glaube auch, mehr Naga Siren ist das Value. Also ich bin für mehr Naga Siren, dass es sein wird. Nova auch. Alex, weniger oder mehr Naga Siren? Ich denke, es wird sich, klar, ich denke sogar ein bisschen weniger Naga Siren. Also wie gesagt, diese 100% mehr Damage auf Illus und Illus pushen Tower schwächer. Könnte sich sogar ein bisschen, auch wenn sie schneller farmt, sterben die Illus halt schneller. 100% zusätzlichen Damage sollte man nicht unterschätzen. Okay, ja. Konki, was sagst du? Weniger Konki ist gerade noch kurz nicht da. Ah, okay, ja, dann bleibt es bei 2 zu 1. Deswegen würde ich dann weitermachen. Nature's Prophet hat jetzt keine Teleportation Cooldown versus doppelte Treant HP und Damage. Ich denke, da ist in den meisten, also wenn du diesen nervigen Agar Octa, whatever Treant Nature spielst, dann ist halt immer noch die Max Treants the way to go. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, Rebo Move TP Cooldown liest sich zwar geil, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Das ist eh immer ready, oder? Erstens ist immer ready und zweitens hat man sowieso meistens eine TP-Scroll für einen Notfall dabei mit Nature's Prophet. Ja, es geht ja eher darum, dass du zu jeder Lane porten kannst. Sogar wolltest du Lane, hittest eine Creepwave, portest zur nächsten Lane. Und das konntest du nicht machen. Also nur das eine Creepwave. Nicht machen, du musstest zwei Creepwaves farmen. Aber hört sich, glaube ich, besser an, als es ich weiß auch nicht. Wird. Ich glaube, die Double HP sind besser. Ich denke auch, ja. Gut, Nikophos. Der Shroud Heal Amplification war noch nicht stark genug, deswegen ist das jetzt auf 75%. Kann nicht so stark gewesen sein, wenn der Held kein einziges Mal gepickt wurde beim Major, was mich übrigens wundert. Das stimmt.
Aber wir wurden nach dem Major wieder gepickt. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo gesehen. Ja. Ja, Liquid hat ja vor dem Major relativ viel Necro gespielt auf Matumba. Dass das nicht mal die Necro gepickt haben. Ich finde Necro keinen schlechten Helden. Ich finde es auch gut, dass der jetzt nicht 100.000 Buffs bekommen hat, wie sonst der Fall ist, wenn Helden nicht gepickt werden, aber... Ja, der Buff ist schon okay, den er bekommen hat, glaube ich. Ist ein gut, guter Buff. Aber okay. Nightstalker hat einen geilen Buff bekommen. Habt ihr, glaube ich, eh gerade gesehen. Haben wir gerade gesehen im Spiel sogar, ja. Und der sieht geil aus und aus meiner Sicht auch die eine der zwei Fähigkeiten im Game, die ihr... Ja, Nightstalker hat natürlich alle Fähigkeiten von ihm, ändern sich in der Nacht. Aber so richtig krass. Also die erste Fähigkeit, die nur aktivierbar ist in der Nacht, die es gibt im Game. Und, oder die Tageszeit abhängig ist. Und der andere Vergleichspunkt wäre nur Keeper of the Light, der einen Heal hat in der Nacht. Der hat, ach stimmt, und Lycan, ja, der doppelten Heal hat in der Nacht. Der ist auch tageszeitabhängig. Ja, okay. Lycan und Nightstalker sind übrigens Brother in Love. Es gibt auch gewisse Helden, die mehr Nightvision haben, wie Slark oder Luna. Ja, Luna hat es ja jetzt auf dem Passiv, aufs Blessing. Das hatte sie schon immer, aber jetzt skaliert das ja auf dem Blessing. Aber okay. Und ja. Moonshot. Ja, und Moonshot. Also interessant, wird ein bisschen in die Ding. Und der Effekt ist tatsächlich 12 Sekunden Cooldown, und also 12 Sekunden Downtime. Und du kannst immer so ein bisschen springen und über Klippen drüber. Also es macht Nightstalker Roaming stärker. Wir haben es gesehen vor dem Spiel. Hani hat es gespielt. Und ja, es hat nicht zum Sieg gereicht. Aber es ist gut. Und es könnte Nightstalker so ein bisschen backbringen. Ja, Oracle wurde wieder einmal gebufft. Ja, Oracle. Es ist ein Root! Wir haben doch erst gestern darüber geredet, warum diese Mechanik ein Stop ist. Ja, das ist witzig. Es ist kein Stop-Effekt mehr, der hier übrigens auch sehr seltsam umschrieben wird. Es ist jetzt ein Root. Ich glaube, das haben sie echt vergessen. Es ist allerdings bisher ein Root, der kein TP cancelt, damit wohl auch keine Channeling-Ultis. Ja. Es ist der Root ohne Minusstab. Es ist der schwachste, quasi der schwachste Root, den der es schwächste. Gibt. Schwächste, sorry. Der schwachsinnigste maximal. Nightstalker löst MK ab, das glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist jetzt ein Root. Er cancelt keinen TPs, hast du gerade gesagt, hast du probiert wahrscheinlich. Ja, habe ich direkt gerade probiert. Und das Talent wurde, das Respawn Talent wurde erfüllt mit 0,75 Sekunden Fortunes and Max Duration. Ah, okay, du kannst jetzt für 3, das ist aber viel. Auf Level 10 schon 3,25 Sekunden routen, wenn du voll aufziehst? Yep. Ja, 3,25 Sekunden. Der Verkehr auf Level 10 ist tatsächlich noch root auch ziemlich stark, weil, weiß ich, da auch noch wenig Antworten darauf meistens sind. Und Purifying Flames hat wieder einen Cast Range Upgrade bekommen. Ja, genau. Der Spell hatte noch nicht genug. Ja, Insta, fast keine Cast. Ultra Cast Range Super Spell. Wow! Und Icefog ist eingefallen, dass Outvolt Warrior einen Agger hatte. Wirklich? Ah, reworked Outvolt Agger. Grants 2 Charges to Stored Prison and increased Cast Range by 300. Damage Area Stacks. Replish Time 12. Ja, das Agger ist super schlecht. Das ist halt kacke, aber ja. Immerhin ist ihm aufgefallen, dass OD einen Agger hatte, was nicht spielbar war. Weil die Leute immer wieder gefragt haben, warum. Astral Imprisonment, deswegen steht es doch da. Damage Area Stack. Astral Imprisonment bei einem Ulti von OD wurden zwar alle weggesperrt, aber es ist nicht gestackt. Das heißt, jeder hat eine Instanz von Astral Imprisonment bekommen. Das heißt, ja, das Ding war einfach ultra useless. Das Agger war einfach nur useless, das ist richtig. Es hat nichts getan. Bloß du hast auch keine Leute weggesperrt, die kaum Damage gekriegt haben und wer das noch Zeit hatten zu reagieren. Du konntest nicht wie bei so einem Single Astral Imprisonment einen rauspicken und dann irgendwas Cooles machen, weil du hast halt alle, die da drin waren, weggesperrt. Also es war ultra useless einfach. Es war echt schlecht. Also es hat und nicht immer, wenn die nebeneinander standen, dass du sagst, alle kriegen jetzt den geilen Damage. Aber jetzt stackt der Damage. Das Agger ist noch immer katastrophal schlecht aus meiner Sicht, aber es kann ab und zu worth sein, zu sagen, ich habe zwei Charges Astral Imprisonment und kann zwei Leute
dezidiert rausnehmen aus dem Fight. Einmal einen Verbündeten, einmal einen Gegner, sowas in die Richtung. Das kann okay sein, vor allem auch, weil es 300 Cast Range noch bietet auf dem Spell, der dann halt richtig viel Cast Range wieder hat. Du hast ja auch Level, Maximum Level dann in dem Spell, wenn du das Agar haben solltest. Aber ich glaube, es wird einfach vom Goldaufwand her zu teuer sein. Und darum, ja, es kann gebaut werden, aber für mich nicht the way to go. Ich nehme mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass das ein neues Core-Item ist auf dem Helden. Was? Ich finde das richtig stark. Weil? Als erstes Item, keine Ahnung. Einfach, also, keine Ahnung, das ist keine gute Begründung, aber ich glaube, wenn man es rusht, die 300 Damage, ja, wenn man das im Teamfight benutzt, wenn das stackt und alle bekommen den Damage ab und alle sind weg und Int. Also Int spielt man ja keine mehr. Ja, stimmt. Ah, schwer, keine Ahnung, ich glaube, ich die 300 Range ist vielleicht interessant, die Cast Range Increase. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es gebaut wird, wenn sich OD in eine gewisse Richtung entwickelt. Ist halt die Frage, ob er das macht, ob er vielleicht weggeht vom Heavy Hitting Late Game Helden eher zu einem Spell Damage Boy. Vielleicht sogar eine Aether Lance into Agar baut oder sonstiges. Veil into Agar. Oder Veil into Agar, ich könnte es mir vorstellen, dass es stark werden könnte. Ich würde es auf jeden Fall nicht abschreiben, das Item. Ihr habt es gehört, Nova sagt ja, wir sagen nein. Wir werden sehen. Ja, unter Bedingungen. Ja. Die Bedingungen muss man nicht eruieren. Okay, passt. Phantom Lancer, der nächste. Fixed Doppelgänger Illusions last one second less than intended. Oh, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass die relativ schnell weg waren. Ja, na ja, gut. Iceflock verkauft mal wieder Bugfixes. Einer steht fix. Ja, aber es ist beim Update dabei, ja. Phantom Rush, Agility Bonus now granted before the first hit lands. Rated and after. Das heißt, der erste Hit macht halt mehr Damage jetzt. Okay, aber Phantom Rush. Bitte was? Das war vorher nicht so. Ja, das genau ist so habe ich auch reagiert, wie ich das mit meinen Mates durchgesprochen habe. Wieso zur Hölle? Was ist denn das für ein useless Shit gewesen? Ja, vor allem, wie war das denn gecodet? Phantom Rush triggert. Du kriegst den Movement Speed, den Rush, dass du da hinläufst und dann. Attackst du und danach und kommt die Angriff. Wie war denn das gecodet? Jetzt mal seriously. Hit is hit equals true. Grants Bonus Agi. Ja, aber warum codest du diesen Spell? Ja, keine Ahnung. Da kann ich jetzt Informatik halt nur sagen, wer hat das gecodet? Das ist halt. Das ist. Keine Ahnung, so sollte der Spell halt funktionieren. Also dieses zweite Dings, das ist Valve verkauft und sein Bugfix als. Ja, das zweite ist auf jeden Fall Bugfix als Feature, das ist richtig. Ja, und eine Illumea, super, eine Illumea. Finde ich gut. Ja. Das finde ich natürlich gut. Das ist ein starker Change für Phantom Lens. Die Illus machen viel Ausbring. Und. Ja. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich denke aber auch immer, dass Phantom Lancer kein Held ist in Dota 2. Ich glaube, der braucht mehr. Nein, ich glaube, Phantom Lancer kann ein Held sein. Was ist dein Ernst, Feber? Ich bin bei Phoenix, es tut mir leid. Hältst du von Phoenix? Da steht nicht dabei, dass der Damage genervt wurde. Ach so, never mind. Das ist auf mir. Ja, dann ist okay. Hast du gerade gedacht, dass... Ja, ich dachte, das lädt das Ende 20 Sekunden. Ja, wir machen das schon ziemlich lange jetzt im Patchdog. Ich bin nur ein bisschen durch mit meinen Gedanken. Ja. Übrigens, das 20 XP-Talent ist halt ziemlich sick, weil du dann auch ziemlich schnell zum Level 15er Mucho Goldo-Talent kommst, was ziemlich sick ist. Also ich glaube, das 20 XP-Gain ist ziemlich geil auf Phoenix. Alternative ist, glaube ich, Health. 175 Health. Ich würde die XP nehmen, die ist richtig geil. Weil die brauchst du eh nicht, weil du stirbst meistens dadurch, dass du Supernova drückst und die Gegner deine Supernova zerstören. Ja, ist richtig. Bei XP bei Phoenix ist so wichtig jetzt, weil die erhöhten Supernova-Charge das merkst du richtig krass mittlerweile. Ja, also XP auf Phoenix alleine wegen dem Level 15, dann hast du nochmal die 150 GPM. Phoenix hat einen richtig geilen Talent-Tree, da sind die XP richtig sick. Patch hat jetzt auf Level 20 ein Dismember-Duration, ja, finde ich jetzt nicht so extrem relevant tatsächlich, auch erst auf Level 20. Der Trade dazu wäre 150 Gold die Minute.
Oh, das ist schwierig. Ich würde dann sagen 150 Gold. Ja, also das ist eine Sekunde des Member. Wenn du als Patch auch Support wen hookst und des Members, dann stirbt er meistens sowieso. Lifedrain gibt dir Two Strike über das Tag. Pugner! Das ist nice! Das ist richtig sick. Erstens, dass du. Die Cast-Range genervt aus irgendeinem Grund. Ja. Die Cast-Range wurde genervt, weil die Break-Range erhöht wurde. Ja, aber es sind jetzt trotzdem maximal 900, wenn du da drüber hoffst. Das sind halt 300. Nein, Breaks aber at 900. Das also, ja, okay. Ja, 9, das ist halt jetzt so, wie es davor war. Und ah, auf ja. Level 15, 16 ist es reduziert, aber dafür hast du halt so jetzt leicht ab. Ja, doch, es bricht gleich leicht ab wie vorher. Der Unterschied ist jetzt einfach, es ist wahrscheinlich aufgefallen, dass es mit Aghanems Zepter, weil hier steht nicht, dass die Cast Range von Agha geändert wurde. Stimmt. Dass mit Aghanems Zepter und Aetherlands das ganze Ding halt lächerlich hoch war. Ja. Und ich muss auch gestehen, ganz ehrlich, Pugner, now grants true vision over the das target. Ist halt bedeutet das, das ist die Frage, die ich habe. Kannst du das schnell testen, bitte, Konki? Dass du tatsächlich Vision auf ihn bekommst. Das heißt, er kann nicht mehr Fog dodgen Life Train. Ja, ich geh mal gucken. Wenn er nämlich keinen Fog Dodge Life Train machen kann, ist Pugner Pack im Meta für mich. Ja, das ist halt ziemlich geil. Ich habe Pugner eh schon gerne gespielt, weil er mit Agha ultra broken ist. Also wenn du die Vision erhältst, dann ist das halt ziemlich geil. Aber man bekommt Vision. Man bekommt Vision, okay. Ja. Ja, dann ist Pugner ja, perfekt. Halt tatsächlich wirklich ich sag, Pugner wird gepickt wieder. Das finde ich zu stark. Ich finde, Pugner war auch in der letzten Mission viable. Viele Teams haben sich nicht getraut. Ich glaube, VGJ hat den einmal gepickt, leider verloren damit, aber ein Mate von mir ist passionierter Offlane-Pugner-Spieler. Der spielt seit Monaten nur Offlane-Pugner. Es funktioniert. Also der Held macht schon was, muss man echt sagen. Der Held hat Impact. Er hat auch viel Impact, auch wegen der Ethereal-Form und allem. Das ist halt. Das ist der Gripify, ist richtig krass. Mhm. Ja. Das Neue. Also ich finde das tatsächlich extrem stark. Pugner ist ziemlich geil. Also plus eine Sekunde die Cryptify Duration und dann hast du halt diesen. Ja, das ist schon ziemlich geil. Was natürlich auch geil ist, AOE Shadow Strike auf Quop. Mein Spaß, das ist immer noch ziemlich kacke. Wobei der AOE Shadow Strike tatsächlich besser ist als No Cooldown Shadow Strike, ja, aber du wirst es niemals wählen! Du schmeißt halt im Late Game keine Shadow Strikes mehr. Würdest doch, du schmeißt Shadow Strikes, das tust du im Late Game. Das tust du auch im Late Game. Aber nur einmal. Du gehst rein, Shadow Strike und dann fightest du. Aber du wirst niemals 70%, also 70% Spell-Lifestyle mit dem überwiegen können. Wow, nicht aber in eine Million Jahren. Leute, aber Razor hat eigentlich ziemlich geile Buffs bekommen. Okay, Eye of Storm Paradise. Striking. Das ist halt ziemlich das geil. Ist ein richtig das ist ein richtig harter Buff. Und auch wie oft hattest du und der zweite auch, ja. Ja, wie oft ist es vorgekommen? Also ich kenne es auch als Razor. Du static links jemanden, der läuft natürlich weg. Du läufst ihm hinterher und dann läufst du durch Jungle, durch Creepwave. Von Eye of the Storm hämmert einfach die Creepwave slow. Und statt das Ziel, was eigentlich direkt vor dir Gassi geführt wird, weiß ich, ich finde das halt ziemlich sick. Also das ist ein richtig dicker Buff auf Razor. Ja, Razor könnte ein Comeback haben. Auf also jeden hat Fall. Er hat schon in gewisser Weise ein Comeback bei manchen Teams, aber ich glaube, jetzt ist er wirklich wieder back. Damit kann er auf jeden Fall wieder gespielt werden. Hundertprozentig. Weil du musst ja auch denken, Eye of the Storm macht Minus-Armor. Und wenn du das sagen kannst, du kannst targeten, auf wen Eye of the Storm hämmern soll, ist das halt lächerlich stark. Ja, das ist ziemlich geil. Und also kein Castpoint heißt übrigens auch, du läufst jemanden ran, machst den Link und kannst dann weiter nachlaufen auch Eye of the Storm casten. Was bedeutet, dass du nicht mehr das Problem hast, was du früher hattest, dass dann der Link abbricht. Ich darf euch erinnern an den Ursa, der eine Zeit lang keinen Castpoint hatte auf Overpower, wie abgrundtief broken der Held war. Ja, ich weiß. Das macht viel aus, das macht sehr viel aus, dieser Castpoint. Warum Ursa eher Leshrac, als er keinen Castpoint auf Edict hatte? Oder, ja Leshrac war, glaube ich, das Beste. Der war nur im Meta, weil er keinen Castpoint auf Edict hatte. Dann kam Castpoint auf Edict, dann war er für ein halbes Jahr dead und dann wurde er nochmal gebufft und dann kamen diese komischen Blitze, also never mind. Okay, ja, next. Ricky ist jetzt ein bisschen langsamer geworden. Der ist okay. Der macht keinen Unterschied. Das alter Ricky-Spammer. Wie würde der Spammer hier reinwerfen?
Ja, solange Ricky Smokescreen hat, wird er gepickt werden, weil Smokescreen einfach abartig stark ist. Aber dafür ist die erfreuliche Neuigkeit, du kannst endlich Mask of Madness of Sand King bauen. Endlich! Darauf hat die Welt gewartet. Warum? Yes. Achso, ja. Nein, Desolator, oder? Nein, Desolator kannst du ja sowieso bauen. Jetzt am Mom Sand King. Nein, also keine Ahnung. Also bei Caustic Fall, das war so der Spell, wo ich mich seit Jahren gefragt habe, warum Klings jetzt in dem Patch Draw und Sand King. Warum hat jeder den Unique Attack Modifier removed bekommen, nur Sand King nicht? Auf Caustic Fall, das ist meines Erachtens halt ultra wasted gewesen. Weil es war ja in gewisser Weise auch nie, es war ja nicht Toggle-Label wie andere Dinge, ja, wie Firespear oder Frost Arrows. Ja, warum war das ein Unique Attack Modifier? Auf Sand King baust du sonst eigentlich kein Desolator, kein Lifesteal, kein irgendwas, aber auch, dass dieser Passive halt, dass das ein Unique Attack Modifier war, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Dass er überhaupt nur eine Attacke, ja, Attack Modifiert und dann könntest du ja wieder was anderes machen. Es war einfach useless. Es war, ganz ehrlich, das ist Warcraft 3 Mechanik, die hier removed wurde. Die ja, absolut auch keinen so Sinn mehr hatte. Ist das Valve jetzt erst aufgefallen? Nö, aber es hat halt keinen Impact im Game. Es hat auch jetzt, dass er kein Attack Modifier ist, keinen deswegen. Impact. Ja, deswegen. Es war nur so mal, wollte ich mich drüber aufregen, weil das halt einfach useless war. Standstorm Lingering Duration heißt, dass du, das ist das, wie du, bis du sichtbar wirst, nachdem du... Genau. Ja. Du bist, das heißt, auf Level 1 hast du nicht mehr oder auf den frühen Leveln hast du nicht mehr diese Easy Escapes. Ja. Dafür hast du aber mehr DPS am Anfang. Du müsstest jetzt sogar relativ gut schon mit Sandstorm auf Level 1 Jungle farmen können, tatsächlich. Das große Problem ist noch die Dauer. Ja, die Duration, aber die ist ja auch angepasst, dass du nicht mehr diesen ultra langen Cooldown hast. Also ich glaube, du kannst jetzt auf Level 1 doch ganz gut. Duration ist doch immer 50 Sekunden jetzt auf Sandstorm, oder? Nee. Ja, stimmt, das doch. Doch, das er hat doch. Recht, stimmt. Achso, der hat jetzt auf Level 1 ziemlich geil sein, der Jungle Farm. Das habe ich auch von 50 Attack Slow auf Epicenter, das ist eigentlich auch gar nicht mal so bad. Oh, ist okay, haben wir heute nicht gepickt gesehen. Ah doch, haben wir heute gepickt gesehen. Doch, haben wir heute gesehen. Wenn du mit Sand King Jungle Farms machst du irgendwas falsch mit dem Helden. Mit dem Helden willst du halt die Offlane contesten und nicht. Warum? Wenn du als Support spielst? Selbst dann Stun, zweiter Punkt, Sandstorm. Boah, weiß ich nicht. Mal schauen. Muss man sich schauen, wie sich das entwickelt mit dem neuen Ball. Shadow Demon! Shadow Demon ist wieder zurück auf den 50 Mana-Kosten, wo er war, bevor er gebufft wurde, dann Perma-Pick war und jetzt wieder dann tot war und jetzt hat er wieder 50 auch Mana. Ein Held, der kein einziges Mal gepickt wurde am Major. Ja. In einem Illometer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, es ist ja nicht so das Illometer gewesen auf dem Major. Naja, bei OG war es das Illometer. Ja, aber auch nur wegen Terrorblade. Und Terrorblade braucht halt Shadow Demon nicht, weil Terrorblade als Held selbst funktioniert. Soulcatcher now spreads its amplification among all the enemies in the... Das ist ein harter Nerf. Nee, ist es nicht unbedingt, weil du castest Soulcatcher sowieso immer so, dass du nur ein Target hittest. Nein, kannst du nicht unbedingt. Ja, okay. Ja, du musstest es so setzen. So machst du es am Anfang und was ich finde es für später sogar... Ja, okay, es könnte ein kleiner Buff sein. Auch später willst du, glaube ich... Aber du kannst halt jetzt auch einfach mal so in den Teamfight hämmern und kriegst jeden halt ein bisschen. Ich finde das sogar tatsächlich eher ein Buff als ein Nerf, weil du es halt in Teamfights einfach ein halt Nerf mal drüber legen kannst. Auf keinen Fall. Ich glaube trotzdem auch im Late Game ist wichtiger, dass du 50% auf einen hast als 10% auf 5. Ja, das stimmt. Aber gut, just in case kannst du es halt trotzdem 10% auf 5 auch mal drüber legen. Ist ein Buff, mein Fehler. Und Shadow Boy ist ein Cooldown, ist okay. Ist schon stark. Ich weiß nicht, was das die Alternative ist. Magic Resistance kann man getrost dann ignorieren. Shadow Poison. Also diese Magieresistenz Tendenz nicht mal buffen. Die sind alle vor allem auf einem Support, schlecht. Das ist so also das ist einfach nicht mal eine Überlegung wert. Es sind alle schlecht. Auf jedem Helden sind diese Magic Resistance Dinger so schlecht, wenn man das mit den Kosten durchrechnet. Ja. 10% ist eine Cloak, das sind 500 Gold. 550 auf Level 20. Ja, gut. Shadow Fiend hat jetzt da auf Level 25 jetzt da statt 125 Shadow Race Damage jetzt 150 bekommen, weil es halt nie gepickt wird. Das wird jetzt hoffentlich auch nicht gepickt. Das wird auch noch nicht gepickt, also immer noch. Oh. Warte. Shadow Shaman. Achtung! Base Attack Damage bei 6 increased.
74 Start. 21 also, Damage über die letzten zwei. 22 oder nicht? Plus 16, nein, 15 plus 6. Und plus 6. Ich dachte 16, aber es ist okay, also es sind 74 White Damage quasi, wenn du auf den Hero drauf gehst. Der Hitter zwischen 71 und 78. Ja? Warte, ich hatte es gerade offen. Ja, aber es ist ziemlich lächerlich. Und Mass Serpent Wards Pace Attack Range increased, was ich sehr, sehr gut finde. Und auch Replaced Respawn Talent mit plus 4 Wards. Ich weiß nicht, was das Gegending war. Kann mir das jemand schnell sagen? Ja, warte mal. Das geht dann, das ist die 3 Sekunden Shackle-Dauer. Ja, oh. Das waren die Shackles. Oh. Dann Shackles. Nee, ich würde da die Wards nehmen. Ich auch. Ihr habt zu wenig Shadow Shaman gespielt. Ich hab den schon gespielt, aber... Shackle ist zu broken. Die Wards in Kombination mit dem Level 25er Talent ist, glaube ich, zu heftig für den Playstyle, den man mit Shadow Shaman hat. Du kreist nicht Level 25. Und auf Level, wenn du Level 20 reichst und dann einfach gegnerischen Carry irgendwie töten kannst, solo, dann ist das geiler. Ja, aber du kannst... Ja, gut, wir hatten diese Diskussion schon. Ja, und damals hast du noch gesagt, oh, plus 3 Shackle-Ding ist total schlecht, man muss Respawn nehmen. Ja, dann habe ich ihn einmal gespielt. Dann hast du gemerkt, so, fuck, ist das broken. Ja, es stimmt schon, aber ich schließe mich Konk wieder komplett an, ich würde da die Wards Summon nehmen. Okay, also ich werde beides vielleicht mal probieren. Aber auf jeden Fall Shadow Shaman eher mehr wieder ins Beta vielleicht. Ja, also noch mehr. Ich meine, er wurde jetzt nochmal gebufft. Sein Base Damage wurde jetzt die letzten Patches um 12 nach oben geschraubt? Was? Um 21? Alex, hörst du uns zu? Nein, ich sag doch, ich war auf dem Klo. Also eigentlich habe ich das geschrieben. 15 plus 6 ist 21. Ja, das ist die Frage übrigens bei dem Ward Summon ist, wo diese Bonus-Wards geplaced werden. Das ist eine sehr gute Frage. Warte, ich schmeiß mal schnell aus. Wenn sie gut geplaced werden und man statt einer Schlange zwei Schlangen attacken muss, um rauszukommen aus der Ward-Trap. Oh, dann ist es besser. Dann ist es hart. Das war ja das Krasse am alten Agar. Das alte Agar hatte diesen Effekt. Warte mal, ich gehe mal schnell freies Zaubern und mache ein paar mehr, ob das irgendwie nochmal sich ändert. So wie es aussieht, werden sie in der ersten Reihe, also wenn du quasi... Also eine zusätzliche Reihe quasi vorne. Nee. Du hast deine Ward Trap und dann sitzen sie nur an den Ecken außen nochmal zusätzlich zwei Wards dran. Du kannst quasi immer noch mit nur einer Ward zerstören aus der Ward Trap rauskommen. Okay, das ist dann natürlich ein bisschen das underwhelming, so aber ich würde es trotzdem nehmen. Okay, gut. Jetzt kommen wir zum Silencer. Reworked Silencer's Scepter. Glaives now pierce spell immunity and deal 100% damage against silenced units. Crack genießen, Patch releasen. Was? Du bist begeistert, Nova. Es ist abartig stark, ich weiß nicht, wieso das... Nee, du bist halt ein Silencer Core, hast keine Items. Doch, hast du Agar, hast Items, du baust aber als drittes Item Agar. Und tötest Menschen und dann hast du Items. Nein. Die Glaives machen 100% Damage, oder? Ja, nicht deine normalen Attacke. Ja, nur die Glaives, mehr Damage, aber die Glaives sind ja dein Schaden. Die Glaives sind ja Pure Damage und du hast dann im Late Game 140 Pure Damage circa pro Glaive. Und wenn du dann mit einem Hit quasi 300 Pure Damage machst auf einen gesilenzten Helden, und das ist ja schön an Silencer, es ist ja alles gesilenced im Fight. Ja, selbst durch Magie. Ich find's ganz geil, also zumindest Core Silencer kriegt damit halt ein gutes Ich denke nicht, dass es ein First Item ist. Nee, es kann kein First Item sein, es ist ein ultra krasses drittes bis viertes Item, aber ja, da auf dem Slot Ultra Core. Jedes Game auf Core Silencer. Ist okay, auch Scarbo sagt im Chat gerade, er meint, es ist nicht so broken, es klingt Ding, weil Silencer zu langsam farmt für das Aghanims. Finde ich einen guten Ansatz. Andererseits glaube ich auch, dass Silencer vielleicht deswegen, weil er generell zu langsam farmt. Ganz ehrlich, ich glaube, jetzt werden einfach mehr Flash-Farmer ins Meta rutschen, weil jetzt einfach so viele Creeps da sind. Es ist sowieso nur Theory-Crafting. Also wenn Silencer Core funktionieren sollte, ein gutes Game hat und dann dieses Item kauft, ist es ein reines Win-More-Item. Ja, genau. Win-More haben wir schon mal definiert. Ja, aber das ist ja so der übliche Silencer-Effekt. Wenn du vorne bist, Win-More. Wenn du hinten bist, bist du halt ein Super-Press-Air-Hero. Ja, richtig. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten auch gleich. Skyroth Mage kriegt jetzt Spell-Amplify, also Spell-Lifesteal.
finde ich auf dem Helden absolut worth it, im Gegensatz zu 75 Damage. Also ist wahrscheinlich der Pick. Aber oder was war das andere? Ja, du holst dir halt jetzt Spell-Lifesteal, denke ich mal, aber... Alternative. Du hast halt immer noch keine HP, du wirst halt immer noch Gold genugt. Ich glaube, ich würde sogar die 90 ist Gold, Gold nehmen. Immer, ja. Spell-Lifesteal ist schon zwar geil, oder? Aber du kriegst halt einen Right-Click von einem normalen Carry und stirbst trotzdem. Da hilft dir der Spell-Lifesteal auch nicht viel. Slark kriegt jetzt ein bisschen weniger Intelligenz. Rod. Wir wissen noch immer nicht, Konki, kannst du bitte schauen, ob du mit auf BKB Heaven's Halberd zünden kannst oder nicht? Das würde ich gerne wissen. Ja, auf BKB nicht. Müsstest du es nicht ziehen können. Kann man hundertprozentig nicht. Kann man immer noch nicht, es wird nur nicht dispelled, es ist nicht auf Spell Immune castbar. Okay, weil gerade im Chat schon über was diskutiert wird. Aber gut, Slark, Intelligenz ein bisschen runter. Horn-Cooldown wurde vor allem im Early Game nochmal ordentlich hochgeschraubt. 3 Minuten Horn-Cooldown jetzt auf find Level 6 bis 12. Ja, aber finde ich sehr gut, weil man mit Spectral muss man ein Risiko haben, den Helden zu picken. Und es kann nicht sein, dass ein Held, der so ein Late Game hat, auch schon im Early Game so aktiv ist. Finde ich gut, diesen Change. Ja, gut. Und statt dem Talent von Spiritbreaker, dem Respawn, gibt es jetzt 30% Greater Bash Damage. Oh, ich weiß nicht. Der Greater Bash Damage geht auf deinen Movement Speed, also das ist absolut wasted, oder? Ja. Ich schaue mir kurz die Alternative an, aber ich glaube nicht, dass dass die Alternative besser sein wird. 120 Gold pro Minute. Ist auch nicht so geil auf Level 20, aber wahrscheinlich besser. Ja, denke auch, dass es besser sein wird auf einen Helden, der eigentlich keine Möglichkeit hat, irgendwie an Farm zu kommen. Gut, jetzt kommen wir zu Sven, der jetzt auch schon im Chat ein bisschen diskutiert wurde und viele verschiedene Meinungen da waren. God Strange, now grant a bonus of 16, 28 und 40 Strength, when activated. Und der Bonus, was Attack Bonus, reducted vom 100%, 150 und 200% zu 80, 120 und 60%, wo ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ob 80 nicht gleichwertig ist wie vorher, weil er 16 Stärke bekommt, die auch gedoppelt wird. Weißt du, was ich meine? Der Schaden insgesamt bleibt sowieso gleich. Aber du hast dafür 40 Stärke dazu, du kriegst ja immer mal 1000 HP dazu, wenn du dein Ultimate ziehst, oder? Habe ich mich jetzt verrechnet? Ich glaube nicht, dass das an dem Helden grundsätzlich was ändern wird und seinen Schwächen. Die Schwäche ist ja nicht... Ich meine, wenn du mit Sven einen Fight hast, wo du heftig reinkliefst, dann ist der Fight sowieso gewonnen. Die Schwäche an Sven ist, dass er einfach gekitet wird wie Sau. Ja, das sehe ich auch so. Wenn du und als Sven immer noch... Da ist es ich wollte schon wieder das böse Wort sagen. Das ist komplett egal, ob der Held jetzt 2000 HP hat oder 3000 HP. Ich glaube, dass Sven trotzdem, also nicht wegen den Changes, ich finde die Changes auf Sven tatsächlich ganz cool, machen ihn halt nochmal tankig, aber wie du schon sagtest, Nova, ist das nicht das Problem am Helden. Was ich aber denke, ist, dass Sven trotzdem zurückkommen könnte, weil jetzt wieder ein Meta ist, wo du halt mehr Jungle hast, den auch die Safelane mitnehmen kann. Und was ich an Sven immer sage, Sven braucht ein Game, wo er vorne ist mit dem Networth. Und das war im letzten Patch nicht so wirklich möglich, wenn nicht so viel Jungle da ist, die Supporter auch nicht so regelmäßig so viel stacken konnten, weil sie nur alle 2 Minuten und da warst du vielleicht gerade woanders oder wo auch immer, aber jetzt kann wieder öfter gesteckt werden und das heißt, du kannst dem Sven halt wirklich ermöglichen, dass er wieder so sein A-Game hat, wo er Minute 15 13.000 Networth hat, Gegner ins Gesicht springt und sie tötet, weil das ist so das, was du mit einem Sven machen willst. Früh schnell viel Networth holen, Gegner überfahren. Sobald du nicht vor den Gegnern bist im Networth, fällst du als Sven einfach ab und bist nicht so stark. Also ich denke, dass Sven zurückkommen kann, aber nicht wegen den Changes, sondern einfach wegen den Creep-Changes im Jungle. Ja, also das auch, was Gabo im Chat schon angesprochen hatte. Es geht einfach nur um die mehr Stacks. Vor allem musst du bedenken, dass du jetzt 2 Ancient Scams hast. Also wir hatten ja noch nie Sven mit Sven quasi im Game, wenn du 2 Ancient Scams hattest auf deiner Seite. Also 4 Ancient Scams im Game tatsächlich. Also interessant. Okay. Wow, Techies haben sie echt das Schlechteste genommen, was irgendwie sein konnte. The right click carries back. Techies. Ich glaube, ich oh, das ist Damage. Oh, es war so eine hohe Zahl. Ich dachte, es wird Range. 250 Damage auf einem Techies. Die Alternative ist halt 20% Cooldown Reduction. Ja, dann ist der Damage natürlich. Also ich nehme den Damage. Ich spiele Right-Click-Techies. Na, aber ganz ehrlich, wenn du mit Techies Level 25 erreichst, weil du halt extrem viel farmst, das passiert ja oft auf dem Helden, dann kannst du dir
kannst du dich halt Six-Slotted kaufen und da sind die 20% Cooldown Reduction halt nicht worth it, weil du machst halt einfach mehr Right-Click-Damage, als du mit deinen Minen-Damage machst. Ja, im Fight schon. Also wenn du vorne bist im Game und nicht deffen musst mit den Minen... Ja, auch wenn du deffen musst mit den Minen, würde ich das nehmen, weil du hast 700 Attack-Range. Naja, es ist doch egal, ob du 20% mehr Minen hinlegst oder ganz ehrlich, wenn du deffen musst und es funktioniert mit Techis jetzt schon zu deffen, dann bringt dir die CD-Reduction auch nicht mehr so viel, weil du hast einen Octa-Core. Ja, stimme ich dir zu, die 25 Attack-Damage sind ultra sick. 250. Ja, 250. 25 Attack-Damage, ja. Auf Level 25. Das macht halt einen Techis gefährlich. Und ein Techis hat auch 900 Range mit einer Hurricane Pike. Oder generell. Und wie gesagt, in Games, wo Techis dabei ist, gehen wir ja sowieso schon mal von 70 Minuten aus. Und da, glaube ich, sind 250 Damage mehr wert als 25% Cooldown Reduction. 20%. Aber ich würde es gameabhängig machen, aber ich würde wahrscheinlich sagen, dass der 250 Attack Damage, ich meine, ich spiele keinen Techies, aber hört sich schon am Papier stark an, kann aber auch ingame stark sein. Ja, richtig. Und Templar Assassin das nächste. Agility Grow wurde hart genervt, finde ich schön. Ja, ein Held. Der Held war aus meiner Sicht zu stark. Viel zu stark, ja. Vor allem hat viel zu schnell gefarmt und jetzt ja. mit dem neuen Chang wird es noch schlimmer werden. Ja, eben. Und das Respawn-Talent wurde ja auch removed und kriegt 8 Armor Reduction auf Welt. Ist noch immer absolut underwhelming und es wird noch immer die 3 Instanzen für Refraction gepickt. Also, ja, also früher wurde ja der Respawn auch nicht gepickt. Ja, es war 30 auf 25, das war halt auch lächerlich wenig. Aber ja, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass Psyblitz kein Pure-Damage mehr sind. Finde ich, ja, würde den Farm Speed. Das wäre hart gewesen, fast, fände ich. Och, sie hat's verdient. Sie hat es einfach verdient. Gut, Metamorphosis Movement Speed Loss increased von 25 auf 30. Ja, du hast weniger Movement Speed, wenn du ein großer böser Terrorblade bist. Ja, ist okay, oder? Also ich weiß nicht, 5 Loss ist jetzt nicht der Ultra-Nerf gegen einen Hero, der was das Major quasi gewonnen hat. No. Terrorblade suffert halt wieder von den Illo Damage Reduction auf die Tower. Muss man bedenken. Ja, also wahrscheinlich der Held, der am meisten suffert davon, von allen, die es gibt. Ja. Weil die einzige Aufgabe von Terrorblade ist, mit Illos auf Tower zu hauen, also ob das reicht, sei mal dahingestellt. Ja. Gush, Mana-Kosten rescaled. Jetzt. Ist der frühe Punkt in Gush mehr wert auf Tidehunter? Was? Zweiten Change verstehe ich nicht ganz. Das heißt, Small Ground Reveals. Achso, man sieht es jetzt am Boden einfach, dass sie gehittet wurden, oder? Ja, das ist nur ein Visible Change, oder? Das Wasser auf einen Stein laufen wahrscheinlich. Müsste man mal schauen, das ist aber ein seltsamer Effekt, aber gut. Ich denke, das ist einfach nur ein Effekt, dass du siehst, dass du getroffen wurdest, dass du Minus-Armor hast, weil vorher hat man das ja nicht gesehen. Ja, aber es ist okay, aber es ist nicht das, was Tide braucht, um zurück ins Game zu kommen. Tiny Base Damage wurde um 4 erhöht, Duff und Craggy Exterior gibt es ja um gut Protest. Das ist so ziemlich. Crow sich gar nicht mal gibt bad. Jetzt auch Craggy mehr. Craggy, eigentlich gegen Tiny musstest du ja immer eine BKB bauen als Melee Carry, weil du ihn nicht angreifen konntest. Nein, wartet ganz kurz wegen Tide Hunter nochmal. Du kriegst quasi, wenn du sie hittest, im Fog of War kriegst du kurz Vision auf sie. Ah, das hätte ich gemeint. Sogar noch ein bisschen um ihren Umkreis, also so ungefähr X-Culling Range ist die Vision, cool, die du kriegst. Das ist cool. Kriegst du Invis, siehst du Invis Heroes aus, wenn ich getroffen werden, weil es gerade im Chat nochmal gefragt wurde? Wartet, ich hab gerade, muss ich testen. Denke ja, nicht. Spawn Ricky. Ich bin in der Testing Lobby, das heißt, ich werde mir X spawnen und werde mir einfach eben ein Shadowblade kaufen. Okay. Ja, nochmal zu Tiny. Gibt's noch Meinungen? Ich finde, das ist okay. Ich weiß nicht, ob er deswegen back ist, aber finde ich stark, muss ich sagen. 10% mehr auf Craggy. Konntest ihn vorher schon hart fighten und das sind dann 35%, glaube ich, oder? Sollten mehr sein, oder? War es nicht 25 auf Craggy?
Schau kurz nach. Stärke ist bei 25. Ja, 25. Ja, aber generell mit Level 6, also sagen wir es mal so, hast du immer 25. Das heißt, ab Level 10, nein, Level 11, weil du nimmst ja das Talent. Es ist broken, du siehst, wenn du Invis Heroes triffst. Du siehst ganz, du siehst die Heroes zwar nicht selber, aber du siehst. Aber du siehst diesen Schattenumfang, oder? So wie bei Spirit Dagger. Du siehst, selbst wenn du im Fog of War bist, siehst du quasi, dass du Leute triffst. Wenn du sie direkt vor dir Invis, dann siehst du nichts, weil das quasi nur den Boden, also den Ground Reveal. Ah, okay. Das ist aber richtig stark, weil es ja auch ewig weit geht. Das heißt, man kann ja wirklich scouten mit dem Spell. Das ist jetzt ähnlich wie. Mensch, Terror. Ich weiß nicht, ob das Tide Hunter deswegen zurückbringen wird, aber es ist ein guter Anfang. Nee, Tide hat noch immer den Problem, dass die Ravage zu hohen Cooldown hat. Ja. Mhm. Einfach zu weak für den Cooldown, den sie hat. Ist mit Tide einfach zu sehr dazu geforst, dass du wirklich um die Ravage rumfightest und das ist einfach zu hart abusbar. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Helden, nämlich Treant Protector, damit wir weiterkommen. Sind wir schon fast am Ende. Nature's Geist now applies a full disarming root, rated than a bash on attack. Ultra Nerf. Jupp. Aber auch nötig. Das ist ein Ultra Nerf. Vielleicht nicht die Tower Region vielleicht halbiert wurde, weil das schon sehr krass war. Also wenn man Living Arbor auf Tower castet, dass das ein bisschen genervt wird. Aber das wird wahrscheinlich die Funktion von dem Helden, bis er gepickt wird, wahrscheinlich zu hart nerven. Also das würde ihn einfach den Helden zerstören dann. Ja, aber das Nature's Geist mit Full Disarming Root finde ich auch okay, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Held ist jetzt fein. Ich glaube, so wie er jetzt ist, ist vertretbar. Ja, Talent Level 25, Leech Seed, was war die Alternative? Du hast eh nie Level 25 erreicht auf dem Helden, aber ist okay. Ja, weiß ich, und Leech Seed zu dem Zeitpunkt finde ich wasted. Also keine Ahnung. Alternative ist 5 Living Armor Block Instances. Ja. Dann ist die Block Instances wahrscheinlich sogar stärker. Jo. Gut, zum Tusky. Tusky. Wer will, wer hat noch nicht? Würde gern, aber ich verstehe den Change nicht. Okay, Improved Consistency of Ice Shards when pushing Unit in out of the Ice Shards on Impact. Das ist ein Bugfix, der... Das ist ein Quality of Life Improvement. Das ist ein Quality of Life, dass es öfter ein oder raus, dass es nicht diese Punkte gibt, wo die Ice Shards mit der Umgebung interagieren, ob sie dich jetzt rein oder raus buggen. Mehr oder weniger. Das wird der Change sein. Dann Ice Shards No Starts Blockers at the last, So ging's mir auch, du fängst völlig enthusiastisch an zu lesen und dann so. Now starts the blockers at the cast location rated than the centering the blockers around the cast location. Geil, ne? Warte mal, heißt das? Heißt das, dass die Spitze, also dieses das Dach vom U an der Cast Location ist, weil bisher war es ja so, dass anscheinend da, wo du es hingecastet hast, darum hat es sich aufgebaut. Ja, und so würde ich es auch lesen, vielleicht. Ja, und jetzt startet es zu blocken an der Location, wo es castet. Das heißt, das U wird ein bisschen verschoben. Das heißt, die Ice Shards. Genau, die Spitze ist jetzt anders. Die Spitze ist jetzt anders. Der Cast Point. Ja, die Spitze ist tatsächlich jetzt der Cast Point. Davor war die Spitze ja weiter vorne. Das heißt, du kannst jetzt halt genauer markieren, wo wirklich die Spitze sein muss. Aber wow, nochmal Cast Range Increase. Na gut, da musst du aber das Kleingedruckte lesen. Okay, weil jetzt du die Spitze hast, brauchst ja, genau, du, bleibst weil gleich. Diese 200 okay. Range, die sich die Shards um den Cast Point aufbauen. Also im Endeffekt kannst du sie jetzt weiter schmeißen. Du kannst halt jetzt direkt aussuchen, wo es blockt. Wo sie blocken sollen. Also ist leichter zum Usen einfach. So im Umgang mit Tusk, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Und Shards sind jetzt aber schneller um 100. Das ist tatsächlich gar nicht mal verkehrt. Also du kannst jetzt wirklich leichter Leute damit einblocken. Wesentlich leichter, weil du genau weißt, wie du sie blocken musst. Hat man sogar am Major gesehen, wie ein Tusker gespielt wurde, da sind teilweise schon eigenartige Sachen passiert, auch bei Pro-Spielern mit diesen Shards. Also. Ja, die Interaktion war seltsam tatsächlich. Ja, es ist echt teilweise, wie mit Sprout von Furion, dass du manchmal Helden irgendwie rausbacken, ganz komisch. Das ist richtig. So, weil es nur noch wenige Heroes sind.
Atrophy Aura Damage Reduction Rescaled von 4, 16, 28, 40 zu 7, 18, 29, 40. Okay. Trophy Aura nicht zurückbringen, glaube ich. Count us now as Slinger Duration on Death. Okay, wie lange ist die Slinger Duration? Ich schaue kurz nach. Kurze Erklärung dazu. Das heißt, wenn Underlord stirbt, verliert er die derzeitigen Dinger nicht. Derzeitigen Bonus-Attack Damage. Hä? Nein! Das heißt, dass die Gegner die Negativ-Effekt länger oben haben. Das ist eine Slinger Duration. Ja, das ist wie bei Disruptor. Hast du auch eine Slinger Duration, bis der Silence länger läuft als die Ulti quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, aber ich glaube auch, dass das in die andere Richtung gehen sollte. Ja, aber warum? Was bringt dir das? Naja, dass du dann wieder mit Damage auf die Lane gehst. Ich schau das könnte kurz. Tatsächlich Nein, sein, wenn du gehst ja sowieso mit Damage auf die Lane. Duration ist 30, 40, 50, 60. Macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Ich glaube, dass die Aura länger applied wird, wenn du sterben also solltest. Also die Aura ist logisch, dass die länger applied wird. Na wohl. Es steht halt Counter da und Counter impliziert für mich, dass das der Attack Damage Counter ist. Weil was soll der Counter sonst sein? Die Aura hat keinen Counter. Das kann auch sein, ja. Die Aura ist ein prozentualer fixer Wert und kein Counter. Okay. Ja. Müssen wir testen, ja. Aber ich glaube, so wie es ich gerade gesagt hat, sollte es schon. Dass der Damage bleibt, ja. Würde auch Sinn machen mit dem nächsten Change zum Scepter, nämlich. Yeah, ja, Trophy Bonus Damage now granted at nearby allies for the half of the bonuses. Increase Bonus Damage Duration by 40 Sekunden. Ja, da hast du recht. Ja, ist ganz interessant, so, tatsächlich. Du hast halt so eine plötzlichen ultra-snowballendes Line-Up, nachdem du einen Fight gewonnen hast. Aber ich glaube nicht, ich würde Saga trotzdem nicht auf Underlord bauen, da willst du lieber andere Items haben. Denke auch, ist ja ähnlich wie diese M-Power AOE, was es damals gab, also, na, finde ich Magnus nicht ganz so useful. Magnus, aka ja. Bis heute. Nee, wurde ja gechanged jetzt davon, Shockwave vorhin, wenn du dich erinnerst. Bis heute, so. Wie gesagt, bis heute. Ach so meintest du das. Ich meinte, dachte, du hast das so gemeint, dass es heute immer noch so ist. Undying hat jetzt 15 Health Region auf Level 10. Okay. Das ist geil. Ich glaube, das würde ich picken. Das würde ich auch picken. Alternative ist aber 90 Gold pro Minute auf Level 10. Ja, ich weiß, er hatte zwei sehr starke. Er hatte 30 Respawn und 90 Gold. Er hatte sowieso super stark, aber ich... Muss ja, okay, Gold ist besser. Man kann sich halt mit diesen 90 Gold Items kaufen, die dir mehr bringen als 15 Health Region. Mit einem Helden, der keinen Farming Speed hat. Ja, wobei Health Region halt Farming Speed gibt. Auf der anderen Seite kannst du halt mit Level 10 dann nochmal probieren, so ein Ultra Tanky Undying mit 15 Health Region in den Fight zu bringen, der natürlich, den ja. Undying Peak dann ausnutzt. Ich denke, es ist gameabhängig. Ja, der Undying Peak ist nicht mehr wie früher. Der Undying Peak ist mittlerweile, wenn er Agar hat. Ja, also ich so sehe im Competitive fast nie Agar, also immer noch nicht, aber gut, ich sehe auch fast nie Undying. Ich gerade Undying. Sagen. Ja, aber gut, ich muss trotzdem sagen, was ich denke, wenn du das Gefühl hast, du kannst das Game früh beenden, dann holst du dir die Health Region, wenn du denkst, okay, es geht länger, dann holst du dir das Gold. So kann man es wahrscheinlich sagen. Jetzt aber die Frage an dich, Fever. 3 Base Damage weg auf Ursa? Ja, schwächt seine Laning Phase, schwächt den Jungle ein bisschen, aber... geht. Kann man damit dealen, glaube ich. Du hast sowieso auf der Lane immer schon die Sache gehabt, dass du ab und zu zum Last-Hitten einmal vorgehittet hast, damit du einen Furry-Swipe-Stack auf dem Creep oben hattest und einfach den Safe-Last-Hit immer bekommen hast. Ohne größere Probleme. Also, finde ich nicht so einen harten Ursa-Nerf, um ehrlich zu sein. Geht. Oh, okay. Also es geht. Wave of Terror Cooldown ist rescaled auf 16 Sekunden am Ende. Also es wird besser. Die Vengeance Aura wird schwächer. Aber dass die Vengeance Aura schwächer ist, gleichzeitig so ein bisschen aus, dass Vengeance halt so einen ultra harten Core Talent Tree hat, denke ich. Macht es jetzt aber auch nicht merklich schwächer, würde ich sagen. 2% finde ich halt echt zu halt wenig. Ja, 10% statt 12%. Ich weiß nicht, also... Viele wissen ja wahrscheinlich, dass ich viel Vent spiele, weil es einer meiner Lieblingshelden ist. Ich würde mir jetzt fast überlegen, ob ich auf Level 4 diesen Value Point in die Aura mache oder einen zweiten Point in Wave of Terror reinsetze. Müsste man sich anschauen, was da jetzt gespielt wird. Okay.
Als Core-Venge weißt du das natürlich besser. Gut, Venomancer Replace Talent. Plus 14% Poison Sting Slow. What? Oh, die Alternative ist halt dreimal, mal drei Helfer auf Health so. Und Damage auf den Wards. Und das ist ja, ich glaube, die Wards sind besser, oder? Die Wards sind richtig geil. Ich habe eine Zeit lang relativ viel Venomancer, also die Wards sind ziemlich geil. Ja, Venomancer leidet übrigens richtig krass von der verlorenen Respawn-Time, weil das hat den Helden abartig gut gemacht im Late-Game. Die Aufgabe von Venomancer ist reindaggern, Wheel drücken, Ulti drücken, sterben, respawnen, reindaggern, Wheel drücken, Ulti drücken, respawnen, sterben. Respawnen. Deswegen das hat er den Refresher gehabt. Ja, Alex spielt sein Venomancer aber anders. Alex spielt sein Venomancer. Hey, reinblicken, braucht... right-klicken, nicht sterben hoffentlich. Stopp, stopp! Du hast meine genialen Item-Builds gar nicht gesehen, oder? Nee, sollte ich? Nee. Woher weißt du dann, dass ich ihn auf Right-Click gespielt habe? Ich kenn dich. Ich kenn dich. Naja, Vitus Pro hat ihn doch auch auf Right-Click gespielt. Ach so, ja, das könnte noch ein Punkt sein, der dafür spricht, dass Alex das tut, ja? Ja, richtig. Boah, ich wollte mir heute Virtus Pro Merch kaufen, bis ich dann die Rechnung gesehen habe. Dann konnte ich die Bestellung nicht abschicken. Muss ich erklären, wieso man auf Venomancer einen Refresher bauen sollte? Das Ulti hat doch 40 Sekunden Cooldown mit Ager. Ach so, hat es mit 40? Ach so, okay, wusste ich nicht. Ich kenne das nicht. Ja. Viper Strike, okay, macht den ersten Tick Damage immediately, hat halt den Vorteil, wow, dass du jetzt Dagger. Das ist ein guter Buff. Ist die Frage, aber du kannst jetzt insgesamt eine Instance mehr ist oder ob quasi vielleicht eine Instance verschoben wird. Das ist eine gute Frage. Das ist ein krassen Buff fürs Early Game. Ja, aber auch so wenn es kein. Es ist immer ein Buff. Ganz ehrlich, ich habe sonst so oft Leute geultet mit Viper und die sind dann weggeblinkt und ich dachte mir so, was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, was soll das? Dann habe ich angefangen, dann konntest du halt Viper auch nie mehr Agar spielen, weil Agar einfach worthless war, weil dann einfach Attack Range wesentlich besser war. Und warum Viper Strike halt gut war, du hattest viel Agar Range und konntest dann halt sofort den Slow drauf casten, aber dann blinken die weg. Dann denke ich mir halt, warum habe ich Agar? Das macht keinen Sinn. Ich slowe jemanden bis aufs Tod und er kann blinken. Ja. Cool, dann auch ein bisschen reduziert. Viper bleibt halt also immer noch. Also, ich bin mir halt echt nicht sicher, ob es noch einen Bonus-Tick gibt, weil die Dauer war 5 Sekunden. Ist immer noch 5 Sekunden. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin kein Viper-Spieler, deswegen habe ich weiß keinen auch Plan, nicht mehr. Ob es davor gibt auch keine Menschen war auf dieser Welt, die Viper-Spieler doch sind. Doch, ich spiele gerne Viper. Fimmit hätte eine Ahnung. Wo ist er denn, wenn man mal bräuchte? Ja, gut, aber Viper wird das bleiben, was sie halt bisher ist. Ein starker Laner und ja. Gehen wir mal doch durch die letzten Helden durch. Wir haben es ja jetzt schon fast. Grave Chill Duration von Visage erhöht. Nachdem OG auf den DLCs relativ erfolgreich damit war, wurde sie zum Major quasi gar nicht mehr gespielt, obwohl auch Lil dabei war, obwohl OG bei DLC dabei war. Also Visage anscheinend doch noch nicht stark genug. Soul Assumption Doubles. Darf ich kurz sagen, dass auch Valve bei ihren langen Auflistungen ihrer Patchnotes Leute hat, die gegen Ende hin einfach super sloppy werden, wenn sie schreiben? Weil da nicht mal mehr das Level jetzt. Da steht nicht mal mehr das Level dabei vom Respawn Talent. Das ist aber zwischendurch bei ein paar Leuten. Ich glaube, jeder schreibt so für den Helden, wo er gemacht hat. Und deswegen sehen die Patchnotes einfach anders aus. Deswegen ist bei Phantom Lens auch mal ein Fix als. Ja, Phantom Blades ist ja beides, da war ein Fix und ein Ding, aber hits also a random second target within cast range paralyzed heroes kann super stark sein, aber nur wenn der zweite Hit dann gleichen Amplifier nutzt wie der erste von deinen Charges von Visage. Ja, ich denke. Ja, sonst wäre es ja utter Trash. Ja, dann wäre es ein super Trash, das ist richtig. 20 Damage Nuke rauf auf ihn. Ja, also naja, ganz ehrlich. Hast du halt 300 noch HP und im Level 20, danke. Ja, Level 20. Und Visage, aber ehrlich gesagt nichts unspielbar. Wir haben selber bei dem Turnier, was ihr auch gecastet habt, haben wir selber einen Visage-Spieler, der hat die sehr gut gespielt. Also ich finde den Helden schon spielbar. Ja, ich finde ja, auch. Nicht so. Sie hat sie auch auf den DLCs gezeigt, aber sie ist halt irgendwie zum Major wieder in der Versenkung verschwunden. Aber der Held ist auf jeden Fall spielbar, stimme ich dir zu. So, und jetzt kommen wir weiter zu Warlock. Der jetzt. Ja, keine Ahnung.
Mana-Kosten increased von Chaotic Offering um 50, jeden Level, ist okay. Der Hero wird ja sowieso gesacrificed bis zum Umfallen. Und Rebrace Respawn Talent mit Summon a Golem on your Death. Das heißt, du hast da wenigstens ein bisschen Impact, wenn du stirbst. Ja, du kannst doch das Gold feeden. Witzigerweise macht der Golem, stimmt, wenn du einfach so gegankt wirst, feedest du das Gold. Witzigerweise macht der Golem aber genau dasselbe, wie wenn du ihn castest, der stunt auch und das wow, Ding was? Hat keine. Das Ding stunt und es hat keinen Cooldown. Das heißt, du könntest dich theoretisch reindeckern, Bloodstone suiciden, droppst einen Golem und mit BOTs wieder rein TP'en. Das ist ja abartig. Was? Okay, der neue Way to go, Warlock. Du gehst mit dem Warlock spielen, kaufst also dir Arganems, kaufst dir Refresher, kaufst dir BOTs, eine Bloodstone. So, Play ist, du drückst einfach mal Ulti. Nein, dann du brauchst keinen Blink-Dagger, by the way. Doch, doch, natürlich. Nein, warum? Du wirfst den ersten Golem. Warte mal kurz, Klopper sagt es dann nicht. Ich war mir sicher, dass es stunt. Ey, wenn es stunt, wäre das abartig. Also ich weiß, dass es keinen Cooldown hat. Das hatte ich vor. Ich dachte, es war stunt. Warum sollte das stunnen eigentlich? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es stunt, ganz ehrlich. Okay, also das wäre halt absolut ich, ich war mir sicher, es stunt. Ich hasse euch. Komuzi sagt das stunt. Klopper sagt es stunt nicht. Ich bin mir sicher. Hypergrip sagt auch es stunt. Es stunt. Ja. Ja, ich bin mir ziemlich viele, dass es stunt. Klopper Noob! Klopper Noob! Ja, ist egal. Weiter geht's. Warte mal, also es ist halt Klopper und Convulsius, die sich streiten. Ich weiß nicht, wie viel. Wie nee, Hypercreativity hat das auch geschrieben und Flaviolo hat das auch geschrieben. Die zwei vertraue ich. Ja, Erzio vertraue ich auch. Ich bin doch kein Retard. Einfach mal Warlock gebufft, ein Held, der sowieso schon in fast jedem Game ist. Einfach mal einen massiven Buff gedrückt. Ja, sehr und gut. Es hat keinen Cooldown. Du kannst dich wirklich mit Bloodstone, wenn du ein paar Charges hast, suiciden, wieder rein TP'en und das Ganze nochmal machen. Oh, und jetzt. Ja, das ist halt lech. Also, boah, ganz ehrlich, du musst halt Golem droppen, hingehen, du sacrifice dich, kommt ein zweiter Golem, du buybackst, portest rein und dann? Hä? Man kann theoretisch 10 Golems haben. 10 Golems, abhaben. Ja genau. Du gehst hin, droppst Golems. Gehst mit einem Blinkdagger am besten noch rein, dann hast du den Saves dann auf jeden Fall, dann hast du einen dritten 10 Golem. Golems haben? Mit Agar, Refresher, Death. Agar, Refresher, Death, was sind 10 Golems? Warum Refresher vor deinem Death? Ja, weil Refresher, du musst Bloodstone refreshen. Wie willst du nach dem Death? Ja. Stimmt. Nein, warte mal, du musst Golem droppen. Achso, na, warte mal. Ja, man muss die Agar Golem droppen, dann Refresher, muss man refreshen, Golem. Dann nochmal, sind wir hey, das dann. Heißt, mein Offlane-Warlock ist tatsächlich wieder legit, weil ich... Nein, Warlock ist noch immer gleich legit wie vorher, er wird in jedem Game gepickt. Ja, aber jetzt ist vor allem mein Offlane-Warlock wieder legit, weil jetzt kann ich auch meinen Feed verstecken als Tarnung. Oh, ich wollte einen Ulti ziehen. Ich wollte gar nicht feeden. Genial. Muss ich liebe ja Helden, mit denen man intentional reinfeeden kann. Das ist der zweite jetzt, stimmt's? Jetzt musst du auch anfangen, Warlock zu spielen. Also Warlock, so autistisch werde ich nicht sein, dass ich Warlock spiele. Okay, ich spiele nachher eine Runde Warlock. So, last five to go. Windranger Talents, Windrun... Gibt Invisibility gegen 200 Powershot Damage. 120. 120, ja. Ich hab's heute nicht mit Zahlen lesen, aber Windman macht dich unsichtbar. Nicht stark. Das ist gut, das ist. Powershot Damage. Ja, finde ich auch stärker als Powershot Damage, um ehrlich zu sein. Weil es halt sehr viel Fokus. Halt erstens ist da keine Slinger, da steht nichts von Fate Time. Das heißt, es könnte Ghost Walk Invis sein. Und. Der ist im Late-Game halt richtig stark. Man muss sich das halt so vorstellen, du daggerst im Late-Game irgendwo drauf, shackelst den, ultist den und wirst dann halt Invis mit Windrun und es ist sehr schwer dagegen zu dealen als Support. Warte, was? Achso, mit dem Weglaufen. Aber während Ulti kannst du nicht Invis sein, Bro. Du attackst. Achso, stimmt. My bad. Ja, es ist schon spät. Ich schließe mich Alex an, ich bin schon retarded. So, okay. Gut, und 25er Talents sind jetzt auch removed worden. Es gibt 30% Cooldown Reduction oder 150er Attack Range. 150er Attack Range war vorher schon da, aber der Powershot Cooldown wurde jetzt quasi zu einem generellen Cooldown Reduction umgemünzt. Und das ist, ganz das okay, ist glaube ich. Viel besser. Weniger Cooldown auf Shackle Shot und Windrun im Late Game. Schon krass. Es sind übrigens 6 Golems, keine 10. Ich hab's auch gerade nochmal ausprobiert, weil ich mich gefragt habe, wie wir auf 10 kommen. Sagen. Ich war nämlich auch verwirrt. Du droppst ja einen Golem. Ich glaube, er hat irgendeine Nummer gesagt.
Nein, 10 wäre es halt gewesen, wenn du bei Tod 2 droppst, aber du droppst nein, halt bei Tod nicht 2. Nein, dann wäre es 8 gewesen, weil du ja, was willst du machen, du haben gehst wir rein. Was für einen Denkfehler? Du gehst rein, summons Golem, dann Refresher Ulti ist nochmal 2 Golems, du hast einen Suicide, ja, gut, das ist ein Golem plus lassen? Refresher. Ja, lass das mit den Golems, weiter geht's. Winter's Curse, Attack Speed, nochmal gebufft. Oh, ich spiel wieder Winterweibern, oh yes. Ich spiele nicht mehr Winterweibern. Ich spiele nachher eine Carry Winterweibern. Feber, lass uns. Nein. Willst du keinen Pub jetzt zocken mit mir? Nein, ich bin absolut durch mit meinem Kopf gerade. Okay. Aber ich finde, Winter's Curse, der Buff ist nicht schwach, aber Winterweibern ist immer noch so ein Sixth Generational Pick. Winterweibern ist abartig krass in 1 von 100 Games. In 99 anderen Games ist er nicht pickbar. Aber wenn er mal gut reinpasst in den Lineup, ist der Held sehr absolut stark. Absolut broken. Hint, ja. Mipo, Hint, Ende. Witch ja, Doktor Beispiel, Zepter ja. Macht jetzt True Strike auf die Death Ward. Was? Okay, ja, das ist. Oh, das ist gut. Das macht Witch Doktor jetzt ein bisschen Vibe wieder macht im Light Game. Mit Agar tatsächlich nochmal ein bisschen stärker. Agar also bekommst du sogar nochmal. Und auf Level 15 plus 2 Cask Bounce, das ist auch gar nicht mal verkehrt. Ich weiß nicht, was die Alternative ist, aber plus 2 Cask Bounce klingt an sich schon mal nicht verkehrt in einem Teamfight. Ist halt sehr Luck-basierend tatsächlich. Und ja, aber trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht. Level 20 von Rave King wurde getauscht. 20 Stärke quasi. Zu 10 HP, also 10% Lifesteal. Die Alternative für Witch Doctor zu den Cask Bounce, das wäre 90 Damage. Okay, da ist der Cask Bounce wesentlich besser. Ja, obwohl, auch, ja. Naja, die Frage ist halt, ob die überhaupt noch meddern, diese Cask Bounces. Ja, das weil ist wenn auch der richtig. Cask durchgeht, dann ist er eh schon krass. Also ja, das ist schon lächerlich. Die Frage, die ich mir jetzt gerade bei. Ja, Rave ich weiß es auch nicht. Und wir gehen mal zu Rave King. Erstens, 20 Stärke wurde zu 10% Magic, zu Vampire Aura gemacht. Aber dieser Ult. Was ist die Ding? Rave Fire Blast? Nein, was ist die bei 20 die Alternative? Warte mal. Moment. Level 20 ist Alternative 40 Attack Speed. Ja, ist okay, dann ist die Aura besser wahrscheinlich. Ich weiß nicht, 40 Attack Speed ist schon stark. 40 auf, Attack Speed ist richtig gut. Attack, 40 Attack Speed. Ja, okay, es ist fast ein Hyperstorm. Auf dem Stärke-Core ist es stark, 40 Attack Speed. Ja, okay. Und auf Level 25 gibt's Aura. Statt der Aura gibt's jetzt den Meme. Reincarnations cast Rave Fire Blast. Ja, heißt das AOE Rave Fire Blast. Ich hab's gerade getestet. Das heißt, alles oder was? Auf und schmeißt so einen AOE Stun auf alles. Nein, du stirbst Mann, und beim Sterben AOE schmeißt du ihn, oder? Dass niemand wegkommt. Das heißt, du slowst durch dein Ulti und slowst durch Rave Fire Blast und stunst nicht mehr. Das Ulti slowt nicht mehr. Ja, aber das Stun slowt ja dann. Der Stun replaced den Slow quasi. Das steht da im kleingedruckten Film. Ja, replaced the Slow. Oh, ja, sehe ich gerade. Ich hab's sogar offen, aber ich hab's nicht gelesen. Dann ist es tatsächlich irgendwie, glaube ich, gar nicht mal so geil. Doch, es ist gut, weil es Damage macht. Ja, aber auf der anderen Seite ist Rave. Ja, gut, es kommt drauf an. Also ganz ehrlich, ich würde immer das nehmen. Im Teamfight, wenn du stirbst mit Rave King und da 5 Helden gestunt, also das ist jetzt Hero Crafting, aber wenn 5 Helden gestunt werden oder ein Team da Follow-upt, wenn du gegankt wirst, ist ganz alles gestunt und slowed und. Also ich finde es immer gut, wenn du jetzt keinen Counter gegen dich hast, wo du sagst, du musst unbedingt Mana, No Mana Kosten nehmen, finde ich das auf jeden Fall worth it. Finde ich echt gut. Ja, also es ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Also es sind sehr viele Talent-Changes auf jeden Fall dabei, die auch die Fähigkeiten an sich betreffen. Also die Respawn-Dinger, ich habe zumindest das Gefühl, die haben sich gut geplaced. Jetzt aber das letzte, Zeus, kriegst du statt Respawn-Talent auf Level 20 einen halben Sekunden eine Mini-Stun auf Bolt nochmal dazu. Ich glaube, da war die Alternative sehr stark. Ja, genau, die Alternative ist 75 Arc Lightning Damage. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Der Mini-Stun macht halt dann, du hast. Der Mini-Stun ist dann kein Mini-Stun mehr. Du hast dann einen Stun, oder? Von einer Sekunde sogar oder so irgendwie, oder? Oder. Steht leider nicht dabei, wie lange das stunt. Ah, sollte sowas sein. Weiß nicht, aber 75 Arc Lightning Damage. Schon sehr viel. Ja, ist beides viel. Gut, aber Zeus war's dann, glaube ich, oder? Boah. Ja, das war's. Also dann ich muss sagen,
wieder eine Liste machen, oder? Ja, ich hätte es jetzt auch gesagt. Also ich kann auch gerne anfangen, was ich am interessantesten bei den Hero Changes tatsächlich finde. Ich meine, wir haben jetzt auch knapp 2 Stunden nochmal über die Heroes geredet. War aber auch eine lange Liste. Ich finde tatsächlich, wo war er denn? Was ich ziemlich geil finde in meiner Top-Liste, Pugna, den Change finde ich ziemlich geil. Mit der True Vision. Dann fand ich noch den Warlock Change, den finde ich eher witzig. Ich weiß nicht, ob er wirklich groß nützlich sein wird. Ist aber ein Change, den ich ziemlich witzig finde. Und auch, weiß nicht, Techies stelle ich mir ziemlich cool vor. Sind sich die Game-Changing-Dinge, aber Pugna finde ich ziemlich geil, plus Monkey King. Monkey King ist halt schon ein ziemlich heftiger Nerf. Ich glaube, dass Monkey King jetzt so wirklich erst mal 4-5 Patches nicht mehr wirklich spielbar ist. Ja, das sind eigentlich so die Patches, die Changes in Heroes, die mich am meisten getroffen haben. Also im positiven Sinne Pugna und im negativen Sinne Monkey King und Gimmick-wise Techies und Warlock, was ich erstmal spielen möchte und sehen, ob das irgendwie Impact haben kann. Ja gut, dann Nova bitte noch dein positiver und dein negativer Hero oder 3 Heroes, wie auch immer. Ich schließe mich Alex an. Pugna hat einen krassen Buff bekommen. Ich glaube, den werden wir öfter sehen. So leid es mir tut, Legion Commander, das neue Aga. Ja. Wahnsinnig stark. Da habe ich viel zu stark und auch Kunker will ich da aufzählen als positiv. Ich glaube, dass das neue Ship als Support-Kunker schon richtig harten Impact haben kann. Ja, wobei gute Kunkers haben sie ja vorher auch schon immer getroffen, irgendwie, keine Ahnung. Ja, und im negativen Sinne? Negativ, also ja, Earth Spirit wird mir da jetzt einfallen, dass das Acker genervt wird. Ich glaube, bin der Meinung, dass Earth Spirit keine Nerfs mehr verträgt. Ich glaube, irgendwann ist vorbei mit dem Helden. Ja, ich hatte ja letztens mit Feber auch schon drüber geredet und meinte, ich finde eigentlich Earthbird ist gerade in einer Position, wo er halt gut ist, aber weiß ich auch nicht, OP. Gute Spieler können ihn halt, aber ich finde schon seit längerem, Warlock ist eigentlich da, wo er sein... nicht Warlock. Earthbird ist da, wo er sein sollte, meines Erachtens nach. Ich finde es auch selber, wenn ich Official spiele und Earthbird spiele, ich merk selber, dass der Held einfach in so vielen Situationen nicht mehr der Held ist, der er mal war. Merkt man schon. Jeder Change tut weh auf dem Helden. Und mittlerweile, weiß ich nicht. Ich meine, der Change hat jetzt nicht so viel Impact, weil wie oft bekommt man überhaupt Aga auf Earth Spirit, aber allein die Idee, dass man Earth Spirit auch noch sein Aga madig macht, was kein muss Fan ich jetzt davon. Zu dieser Donation sagen? Ich weiß nicht, ich hab sie nicht gesehen. Ich soll nicht so tun, als würde ich verstehen, was da gesagt wird. Ich habe sie aber nur gehört. Wo kam... Oh! Ich habe sie gehört, weil ich mein Dings hab. Danke, Ente, für die 3,22 €. Herzlichen Dank. Ja gut, dann auch kurz, damit ich wieder auf 3 komme. Monkey King, haben wir schon besprochen. Monkey King ist toter als tot. Also ich glaube auch, der ist dead als dead. Ja, und... noch sonst wirklich Nerfs? Naja, Spectre könnte man da vielleicht noch reingeben. Spectre hat ihr ganzes Early Game Potential verloren. Also das ist korrekt mit dem und vielen 3 Minuten. Templar vielleicht. Ja, positiv anmerken, weil ich es gerade noch sehe, ist auf jeden Fall Razer. Haben wir auch besprochen. Oh, ja. Razer hat richtig krassen Buff bekommen. So, das war's jetzt von mir. Darüber hatten wir gar nicht geredet. Also geredet schon, aber das ist jetzt so gerade untergegangen. Ja, Konki. Gut, Konki noch. Ja, ich glaube, ich muss mich halt leider mit anschließen. Der Hero, den ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren werde, ist der Beastmaster. Ich hoffe, dass es sich als ein Buff rausstellt und mein Tranquil into Medallion into Vlads ohne Necrobook vielleicht funktioniert. Mal schauen! Okay, jetzt bei mir, was ich tatsächlich finde, auch, ich schließe mich an, Pugna auf jeden Fall meiner Ansicht nach interessant, werde ich auf jeden Fall spielen. Finde das Ulti, wenn es nicht abgebrochen werden kann, kann halt sehr, sehr broken sein oder ist sehr, sehr broken. Legion Commander im positiven Sinne des Aghanim Scepters ist sehr interessant. War halt vorher auch schon ein Top-Tier-Pick. Warlock auch ein Top-Tier-Pick geworden und hat einfach ein nettes Gimmick bekommen in gewisser Weise. Razer schließe ich mich an, auch einer der Gewinner des Patches auf jeden Fall. Ich denke, wir werden öfter Razer sehen, weil es ist einfach kein Castpoint zu haben und zu wissen, wo Eye of the Storm hin angreift, finde ich, das ist einfach lächerlich in gewisser Weise.
Das ist halt wirklich lächerlich. Vor allem, was passiert, wenn das Target, das gelinkt ist, nicht sichtbar ist? Wird es dann trotzdem von Eye of the Storm verprügelt? Das ist eine gute Frage, aber das glaube ich nicht. Vision musst du trotzdem noch haben, aber... Ja, das kann wenn sein. Wenn mir eine Minute gibt, habe ich es getestet. Man sieht ja Invis-Targets noch, aber kann sie nicht detecten. Von richtig, daher das heißt, kann schon sein, dass es geblitzt wird. Aber okay, nee, denke ich nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich das für Razer. Ich denke, er kann auf jeden Fall wieder zurückkommen. So, man hat ihn teilweise schon gesehen und der Buff ist halt richtig heftig. Also, weiß ich nicht. Und Legion Commander habe ich schon gesagt. Und Verlierer natürlich Monkey King. Also, Monkey King ist dead. Keine Ahnung. Also, Invis Units hittet's nicht. Nee, wenn du sie Static Linked hast. Ja, in, okay. Static Link und Invis funktioniert. Also, okay, passt. Dann nee, kein passt Eye of Storm. Ich weiß nicht, wie es mit Fog of War ist, aber. Ja, aber das war ja abzusehen, es priorisiert ja nur Helden, es gibt ja keine ja, Schuhwischen drauf, aber... Ja, dazu brauchst du jetzt Pugner, Kappa. Aha. Na passt, dann wär's das auch von meiner Seite. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuschauen. Ist jetzt ein bisschen länger gegangen, als wir eigentlich vorhatten vielleicht. Es könnte sein, dass wir ein kurzes, nur Biggest Change Video noch machen für YouTube, ihr Lieben. Und ansonsten... Danke fürs Durchhören und wir von Saphira TV bedanken uns bei euch allen. Bis das genau. Zum nächsten Mal. Also ich glaube, Alex spielt jetzt noch ein Pub oder er muss seinen Rechner richten. Eins vorbei. Na, ich wollte es gerade sagen, dadurch, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, ich streame jetzt dann nicht. Ich werde wahrscheinlich auch morgen den Nachmittagsstream, den ich eigentlich geplant hatte, rausnehmen, weil ich morgen meinen PC fixen muss. Werd dann, ja, Mittwoch, denke ich, habe ich es gefixt, werde da dann trotzdem nach Plan streamen. Ansonsten hat Fever morgen Frühstücks-Dota und Mr. Cat-Dota. Also da genug Möglichkeiten, um den neuen Patch quasi morgen gleich in Aktion zu sehen. Korrekt. Und wer irgendwas verpasst hat oder nochmal einen Teil sehen will, ich lade das Ganze gleich in YouTube hoch in drei Teilen. Also in den generellen, in den Items, die jeweils knapp eine Stunde gehen und dann die Heroes, die jetzt ja zwei Stunden gingen. Aber ja, wir sind tatsächlich einigermaßen gut durchgekommen. Und ja, dann wünschen wir euch von Saphira TV einen schönen Abend und hoffentlich sehe ich euch morgen zusammen mit mir Fevers Frühstücksdota anschauen. Genau. Also, bis morgen. Tschüss.